So, ihr lieben Leute, herzlich willkommen zu Corti und Wolf, Ausgabe Nummer 21. Mhm. Es bleibt bei alter Gewohnheit, ich mache das Intro. Wir haben uns vorgenommen, ich mache einfach das Intro. Und ja, du machst mit deinem kurzen Ausfall. Müssen wir jetzt nicht mehr mit anfangen, das zu ändern. Nee, das wird nicht geändert. Nee, und vor allem mal, wir wollten gerade sagen, ihr merkt schon, wir sind heute nicht so übereuphorisiert. Ab jetzt wird alles seriös. Wir werden Corti und Wolf jetzt in ein unfassbar seriöses, gesellschaftliches, politisches Format ziehen. Genau. Das neue Land zum Recht. Genau, das neue Land. Wir werden auch mal einen Pfarrer einladen, ZDF, der uns noch ein bisschen die Leviten liest. Ich sehe mich auch bei der Kiwi im Fernsehgarten irgendwann sonntags. Ja, genau, sowas, das machen wir alles. Wir wollen nämlich richtig seriös sein. Die letzte Folge heute, wo ich auch meine Cappy auf habe. Dann nie wieder. Nur noch schön Scheitel und Rollkragen. Wir wollen uns von unserem Bild-Zeitungsniveau einfach wegbewegen. Mhm. Süddeutsche Wärme oder so. Ja, wir haben nach Ausgabe 20 nochmal drüber nachgedacht und finden eigentlich diese ganzen Kommentare, die haben uns doch irgendwie echt zu Herzen genommen und wir haben gebrochen gebrochen. Und wir haben so viel gesocks als Publikum, deswegen wollen wir das abschütteln. Deswegen sagt jetzt jeder seinen liebsten Tittenwitz. Nein, Spaß. Ja, genau. Ja, genau. So. Oh, supi. Nee, schön hier heute. Herzlich willkommen, ihr wisst Bescheid. Ausgabe Nummer 21, Wahnsinn. Und wir haben das Jubiläum auf jeden Fall scheinend gefeiert. Ich bin ein bisschen nasal, aber nicht wegen dem Jubiläumsfeiern, sondern weil einfach ich nasal bin. Lass mich doch. Hey, du hast, dein Immunsystem ist halt auch hart unter Beschuss in den letzten Monaten. Dementsprechend ist es vollkommen okay. Ja, ich darf nicht mehr auf diese zwanglos drei Zwinger-Dinger gehen. Das ist immer Wahnsinn. Die Leute bringen da mit, das ist ja Wahnsinn. Warst wieder im KitKat. Ja, KitKat. Ach, und es gibt ja in der Gneisener Straße in Berlin so einen Laden, der heißt Zwanglos 3. Ist so ein Zwinger-Club. Mhm. Und es gibt aber nicht Zwanglos 1 und 2, glaube ich. Ach so, das ist, okay, verstehe. Der heißt einfach Zwanglos 3, verstehst du? Man denkt dann so, ich gehört mal ein Dreier oder so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kommen jetzt irgendwelche Hardcore-Fans und sagen, hey, bist du weich? Natürlich gibt es noch Zwanglos 1 und 2. Ja, weiß ich das nicht. Ist Down, da gehen wir immer hin am Sonntag. Super. Ich würde mal rein aus Interesse schon, aber ganz gerne mal in so einen Zwingerclub gehen, Corti. Nein, wirklich, einfach mal zu wissen, wie das abgeht. So ein Experiment, ich finde, es ist ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt die Erfahrung auch. Ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll, aber ja. Nur mal so an der Bar sitzen und sich überlegen, ob das, was hier so passiert. Ja, die meisten Leute sagen ja auch, die gehen einfach nur zum Essen dahin. Das Essen ist ja super in so einem Zwingerclub. So Buffet, weißt du, was ich meine? Ja, genau, Buffet. Also, man trifft sich am Sonntag zum Essen, dann wird nochmal ein bisschen schnockselt nebenbei. Ich habe vor, sitzt dann aus einer Bar, Alter, und denkst dir so, okay, oh, ist ja irgendwie komisch. Ich komme nur für einen Kaffee hin, weil er ist so gut. Und dann kommt auf einmal so eine 60-jährige Ute, Alter, mit so richtigen Schlauchviechern an, mit zwei so geilen Dingern über den Nippeln, mit so Wimpeln und sagt dann so, Katze, du bist mir schon die ganze Zeit aufgefallen. Also ich und der Horst da drüben, wir haben lange kein Frischfleisch mehr gesehen. Und dann Horst, dann denkt er so, super, Alter. Und Horst, die hat schon mal so und dann kommt seinen Panzer ausgefahren. Und dann ist vorbei. Dann sagen die so, wir haben deinen Orangutan gesehen, das müssen wir was gegen tun. Steigen wir schon mit Ausgabe 21 hier mit Zwingerparty ein. Finde ich gut, Corti. Super. Montag, 13. November, 11 Uhr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich so ein bisschen knusprig. Es ist so grau draußen heute. Heute ist der erste Tag, wo ich sage, jetzt fängt die schlimmste Zeit des Jahres an. Es ist grau, es ist dunkel, es sind so 8 Grad, es regnet. Ich muss das Licht anmachen um 11 Uhr tagsüber. 11.08 Uhr, 13. November, montags übrigens. Mhm. Also das ist dann schon echt, das ist deprimierend. Mich deprimiert sowas, ja. Ich finde es ja witzig, weil ich habe gestern mit Corti telefoniert und dann hat es hier in Berlin so geistkrank geregnet und es war genau dieses Gurkenwetter und er so, super, es ist total schönes Wetter draußen, strahlender Himmel, ich liebe mein Leben. Und heute ist bei mir jetzt hier strahlender Sonnenschein und du ja, wir hatten hast jetzt richtig graue Suppe. Über Karneval dann noch ein erstaunlich gutes Wetter. Ja, das finde ich ehrlicherweise auch einen guten Einstiegspunkt, Corti. Erzähl doch mal. Ja, du musst, Corti hat mich gestern angerufen also und gesagt, wie hast du es schon genannt? Das Aftermath. Das Aftermath. Also mein 11.11. in Köln. Im Quartier Lateng, 2 Straßen weiter von der Zülpicher Straße entfernt, für die, die es wissen, fing an, dass ich wach geworden bin um 9, was für mich schon relativ spät ist, mit Helikopter, der dann auch bis 22 Uhr über dem Haus gekreist hat und sich nicht wegbewegt hat. Und ja, also es war auf jeden Fall spannend. Also ich es ist natürlich dann hier immer, ist natürlich dann 11.11. ist dann immer so ein bisschen Doppelbelastung hier, weil da vorne ist ja eine Synagoge, die ist dann in den Tagen nach dem 9. November sowieso immer so ein bisschen in Sonderbewachung. Mhm. Plus, dass diese ganzen Menschenmassen hier sind, das ist natürlich zu der Zeit jetzt gerade eh so ein bisschen komische, ist halt blöd, weil das halt aus 80 Meter auseinander liegt. Da ist dann dementsprechend viel Polizei, der Platz war auch komplett gesperrt, nur Hundertschaftsfahrzeuge von der Polizei drauf, super.
erstaunlich wenig Leute hier in der Straße. Ich glaube, die haben hier wirklich rigoros alles abgesperrt. Hier war ja nur so Zutritt mit Ausweis und so. Das ist so geil. Ja, ist cool, aber auf der anderen Seite mussten die Nachbarn gegenüber die Garagen einfach trotzdem mit so einem Zaun zumachen, damit keiner in die Garagen, also so eine Tiefgarage, in die einfach pisst. Sind wir dann mal so losgezogen, haben uns einen Kaffee auf die Hand geholt und haben gedacht, okay, wir gucken uns jetzt mal das Chaos hier an. Ja. Also der Fallout. Also, es ging hier schon wieder Zürbicher Straße, haben sie, glaube ich, als erstes gekerchert, weil die halt du hast mir normal aus. Du hast mir ein Video geschickt. Hilfe. Das Video, was ich dir geschickt habe, wo sie morgens das Glas von den Straßen räumen, ist schon wirklich, also das ist ja das Ding. Das ist ja, weißt du, das Wer Ding parkt ist halt, denn sein Auto beim Karneval auf seiner Straße? Ja, das ist völlig weich. Die Autos sahen ja aus, da standen Bierflaschen drauf und völlig, die waren ja der Wahnsinn. Naja, Leute standen da drauf. Das Video, was ich dir geschickt habe vom Kölner Stadtanzeiger, eigentlich schade, dass man das jetzt, könnte man das hier einblenden, weiß ich gar nicht. Also diese Glasmasse. Wahnsinn. Die da weg, also das war wirklich krass. Also das war wirklich krass. Und so musst du dir vorstellen, sehen halt fast alle Straßen hier dann aus. Und das Ding ist halt, ich verstehe ja, wenn du jetzt sagst, ich gehe zu so einer Karnevalssitzung, weißt du, und da ist dann halt Musik und da sind ein paar Leute, die was Witziges erzählen. Okay, cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie so dieses, ist es jetzt nicht so, dass ich nie mit den Jungs am Wochenende losgezogen bin, aber ich dieses so auf Masse treffen, um zu saufen, habe ich noch nie so ganz gecheckt, ehrlich gesagt. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes am Ende des Tages. Ich habe gestern so dein Foto gemacht, merkt man gar nicht. Seit 3 Folgen sagst du nichts anderes als Karneval. Also ich will ja Karneval nicht haten, aber ich finde es ja nicht so geil. Naja, es kommt drauf an. Ich glaube, wenn man halt so ein 60er-Jahre-Karneval feiern würde, okay. 70, weißt du, so einen normalen Karneval, aber das ist ja, darum geht's ja nicht mehr. Nee. Es geht ja auch dann nicht mehr darum, wie lustig oder wie innovativ ist die Verkleidung, sondern nur, wie kurz ist die Verkleidung in den meisten Fällen. Ja, genau, das ist dann wie so Halloween. Also, ja. Halloween ja. Finde ich auch immer so krass. Da sind auch immer alle, dann gehen immer alle immer so als so, oh, guck mal, ich bin ein prostituiertes Teufelchen. Oh, schön. Ja, genau. Mensch, oh ja, geil, guck mal, ich bin eine Netzhemd-Fledermaus, Alter. Das sind alles Geschichtsstudenten oder so wie Sozialwissenschaftsstudenten, die einmal im Jahr ausbrechen dürfen aus ihrem Käfig so. Ja. Dann ziehen die sich was zu Kurzes an, obwohl sie es nicht können. Ja. Naja, unabhängig davon, dann habe ich gestern noch, ein Foto gemacht, das habe ich dir gar nicht geschickt, von so einem Bierfass, was noch an die Laterne geklebt war mit so Tape. Das fand ich cool. Da hat jemand seine Basis aufgebaut. Ja, aber diese Glasmassen, das Ding ist halt, ich habe das halt gemerkt, so letztes Jahr, du kannst halt, also wenn man jetzt einen Hund zu Hause hat, kann man das wahrscheinlich nachvollziehen, du kannst halt nicht mit dem rausgehen. Hier ist halt alles voller Glas, also wirklich alles. Überall, jeder Busch ist voll Glas, vor allem hier. Mit dem Kind wahrscheinlich dann auch nicht, Corti. Ja, auf dem Spielplatz würde ich auch vorsichtig sein. Das Ding ist halt, die Büsche hier, das ist halt einfach ein Glasscherbenteppich und das ist halt einfach dann nicht so geil, weißt du? Krass, ne? Ja, eine Sache war ganz geil, da muss ich sagen, wirklich, ich find's persönlich geil. Okay. Hier sind ja dann so ein Sicherheitsdienst, der beauftragt wird, weil die Zürbicher Straße wird ja irgendwann gesperrt, Zugangssperre, damit da nicht noch mehr Leute hinströmen. Mhm. Und ein 20-jähriger Dude von der Sicherheitsfirma hat einfach Kohle genommen, um die Leute noch reinzulassen. Und dann haben sie den irgendwie haben den Hops genommen mit mehreren tausend Euro Bargeld. Das ist ja so geil. Wahrscheinlich hat er gesagt, okay, ich weiß, es ist gesperrt, aber für einen Zehner lasse ich euch noch rein. Das ist ja richtig schade. Und hat er schön abgecasht von den Leuten, haben sie leider hops genommen, aber das fand ich schon wieder so ehrlich irgendwie. Das schon wieder so gut fand. Ich finde es immer witzig, quasi. Hauptbahnhof war auch gesperrt, irgendwie für 2,5-3 Stunden, weil zu viele Leute. Also, das ist ja auch, da siehst du mal die Naivität und die Idiotie der Menschheit. Mhm. Alle reisen nach Köln von außen rein. Und wundern sich dann, dass wenn alle gleichzeitig wieder fahren wollen, dass der Bahnhof überfüllt ist und sich alle beschweren darüber, dass der Bahnhof, ja, was ist das für ein scheiß Bahnhof? Denken wir so, ja Leute, kommen halt 1 Million Menschen, die wollen alle gleichzeitig wieder abreisen. Was denkt ihr euch denn? Dann besucht euch doch irgendwo ein scheiß Zimmer bei irgendeinem Homie und pennt doch dann eine Nacht. Die sind alle weich, Corti. Am nächsten Tag. Pennt doch einfach bei Corti am Karneval. Das ist ja super. Ganz bestimmt, Alter. Nee, vor allem das Geile ist, Corti, was ich auch irgendwie spannend finde, wo du gesagt hast, so eine Ausweiskontrolle, um nach Hause zu kommen. Das muss irgendwie auch verrückt sein. Ich kann mich noch daran erinnern, dass bei unserem lieben Kumpel Finn in Hamburg, der hat da mal am Ende des Karo-Viertels gelebt, in so einer WG, in so einem ganz coolen Altbau. Und da war irgendwie der G20-Gipfel. Ja, dann kam da irgendwie Obama. Klar. Und dann haben die da, das war witzig, da haben wirklich so eine Woche vorher, weißt du, in so einer WG irgendwie in Hamburg klopft da irgendwie auf einmal so ein SEK-Team oder so, irgendwie Secret Service irgendwie, oder mit dem Deutschen, mit der deutschen
Bundespolizei oder was weiß ich was. Und klopfen die da so und gehen die da durch und haben so die Wohnung gecheckt. Auch richtig mit so einem Befehl. Sagen, ja, wir dürfen hier rein. Ja, also ja, ist mir egal. Weiß. Und die dann so, oh super. Ja. Und haben dann so einen Schlüpper an und so, alles klar. Die hängen dann irgendwie so vier Bonks in der schönen Ecke. Und dann, keine Ahnung, weißt du, laufen die Cops, keine Angst, wir wollen nur einmal gucken. Und haben so vom Balkon geguckt, haben einmal das Fenster auf und zu gemacht und so. Und haben geschaut, also voll verrückt. Und die haben tatsächlich im Ganzen, um die ganze Messehalle rum, das war nämlich an der Messe, das Karo-Viertel grenzt an der Messe und da war dieser G20-Gipfel, haben die tatsächlich die Gullideckel alle zugeschweißt. Ich wollte dir gerade sagen. Ja, die überlegen. Gullideckel zugeschweißt, ich weiß. Jeden zu Gullideckel zugeschweißt. Ja, ja. Und dann wirklich Wahnsinn. Und dann musste auch Finny dann irgendwie, hat auch die Polizei gesagt, ey, also wenn du nach Hause musst, ist okay, aber es wird halt irgendwie nervig. Und er hat gesagt, ey, das war wie nach irgendwie das war wie als Mexikaner in die Staaten einreisen. War das ja, wo die Sparkasse da draufgegangen ist? Oder war das darauf? Das war das. Das war das ja, wo die Sparkasse ja so demoliert ist, dass die, ich glaube, die sind wahrscheinlich immer noch zu. Nee, die haben die komplett da platt gemacht. Diese Ecke haben sie, glaube ich, abgerissen, haben so ein neues Ding hingestellt. Weil das ist ja komplett. Da sind doch irgendwie so Molotow-Cocktails reingesickert. Ja, und so, man, die haben da richtig so, die haben da so Haufen mit so Einkaufswagen gemacht, so kleine Schalterhaufen haben sie angezündet und dann das Haus ist auch abgebrannt an der Ecke, das haben so die angeschmiert und so. Ja, die hatten richtig Bock. Weißt du, was ich immer interessanten Fakt finde? Habe ich schon mal ganz oft drüber nachgedacht, diese ganzen Trumps und Erdogans dieser Welt, ne? Dass die können ja trotzdem zu so Veranstaltungen gehen, öffentlich, und es passiert nichts. Ne? Auch so ein Obama, der ja wie meinst du das jetzt? Des Tages, naja, es ist ja dann dort, ich frage mich immer noch so, warum kommt keiner mehr auf die Idee, so ein Kennedy-Attentat. Ja. Weißt du, was ich sagen will? So. Ja. Dass das heute nicht mehr passiert, überleg mal, was ein Aufwand betrieben werden muss von so Secret Service, wenn so ein Obama dann in Hamburg da steht und was sagt, was für ein Aufwand vom Secret Service betrieben werden muss, damit aus allen Winkeln, die du dir vorstellen kannst, nichts passiert. Überleg mal, in so einer Stadt, das ist ja unfassbar schwierig, das zu sichern. Wie viele Scharfschützen in irgendwelchen Fenstern hängen. Machen die aber, Corti. Ja, klar, aber wie viele? Deswegen, Wahnsinn. Also du musst überlegen, was für eine Armada an Menschen du brauchst. Natürlich, was das kostet. Um alles so abzusichern, dass kein Idiot oder ganz genau, kommt jetzt auch drauf an, um wen es geht, den umbringt. Weißt du? Also das ist schon krass. Also das ist also jetzt nicht um Obama, obwohl Obama natürlich jetzt die Statistik von Obama jetzt nicht für ihn spricht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das Ding ist halt, am Ende des Tages wundert es mich immer wieder, dass für viele das ist Wahnsinn. Von diesen, vor allem eher so Gott, das ist Wahnsinn. Halb diktatorischen Demokraten, die Orbans dieser Welt, immer so glimpflich ausgeht. Finde ich immer krass. Ja, ich auch glaube, Putin, überleg mal, versuch mal einen Putin zu sichern. Naja, gut, weltweit, genau, das wollte ich ja gerade sagen. Ja, das ist ja so witzig, Conny. Ich wollte gerade auf Putin zu sprechen kommen, weil es gibt ja immer so mega geile Verschwörungstheorien und dann immer irgendwie so Geheimdienstverschwörungstheorien. Und das ist ja so, man sagt ja auch, Putin hat auch so zwei, drei Doppelgänger, die genauso und so aussehen. Und dann wurden, und so, da wurden Leute so umoperiert, dass sie aussehen wie der und so. Also es gibt ja die wildesten Geschichten. Aber eine Sache ist wirklich Proof bei Putin und das ist sehr, sehr witzig. Der hat ja so ein wahnsinniges am Schwarzen Meer irgendwie so in Sotschi, glaube ich, hat er ja so dieses eine Milliarden geisteskranke Anwesen so mit, also wirklich mit, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie wahrscheinlich Pablo Escobars Ding war, glaube ich, viel schlimmer. Das war glaube ich ein Hundehaus dagegen. Der hat ja so irgendwelche Sicherheitsgeschichten. Würde mich nicht wundern, dass der auch nochmal irgendwie so eine Kapsel hat, die in den Weltraum schießt zur Not und so ein Kram. Und was ich sagen wollte, der hat ja im Kreml hier ist eine Zimmer, wo er immer diese Pressekonferenzen draus macht und so. Da gibt's ja diese, das sitzt er ja immer vor diesem ganzen Bildschirmdorf. Und da wird immer die Kamera, ist immer von der einen Seite immer so ein bisschen von, ne, wird immer gefilmt. Und es gibt ja dann so Aufnahmen, wo das Mikrofon so. Ja, nicht nur Mikrofon, sondern da ist neben der Tür der Lichtschalter einmal ein bisschen weiter rechts und einmal ein bisschen weiter links. Und man vermutet halt dadurch oder man sagt halt, naja, der Dude hat sich halt in Sotschi seinen Übertragungsraum aus dem Kreml da 1:1 hinbauen lassen. Klar. Und da haben halt die Joes da irgendwie so ein bisschen verpeilt, da haben den Riegel falsch gezogen und irgendwie, keine Ahnung, da den Schalter ein bisschen weiter zurecht gesetzt. Und man weiß jetzt halt nicht, welches Zimmer ist das Original im Kreml und welches ist dann dieses eine, während des ganzen Ukraine-Konflikts, das eine Video, wo der Mikrofonständer durch seinen Körper gezeigt hat. Das Ding ist halt, weißt du, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mit irgendwelchen Deepfakes, kennst du diesen Tom Cruise Deepfake-Account? Erzähl mal. Kennst du den nicht? Nee, kenne ich nicht. Es hat doch einer einen TikTok-Account gemacht und einen Deepfake von sich selbst mit Tom Cruise gemacht. Und das sieht, du kannst es nicht auseinanderhalten, dass es Tom Cruise ist. Ja. Und manchmal ganz ehrlich, mit der Technologie und vor allem mit den finanziellen Mitteln, die so ein Kreml ja hat, eben, muss ja da nicht sitzen. Das ist ja Quatsch.
Also der Raum wird wahrscheinlich 8-mal existieren, genauso wie er wahrscheinlich irgendwie reinretuschiert werden kann. Eben, nee, nee, selbstverständlich. Alles. Ja, klar, also, das natürlich. Muss ja, ist ja eine Idiotie zu denken, der sitzt da jedes Mal selber wirklich. Also, nee, genau. Da muss ja gepudert sein, damit du das glaubst. Ja, gut, na gut, die 80% der Russen glauben das, dass der da sitzt. Ja, ja, klar, aber am Ende des Tages, also ich meine, ich schicke dir diesen Tom Cruise Deepfake-Account mal. Also Leute, die es jetzt, die das kennen, schreibt mal drunter, was ihr denkt. Ich fand das sehr, 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 sehr krass. Also dieser Tom Cruise Account, der war schon wirklich. Vor allem einfach Tom heavy. Cruise einfach, ne? Ja, der Kerl krass. Ist auch also wirklich so siehst, aus, ne? Wenn du das siehst, dann wirst du auch, dann hinterfragst du sowas halt direkt. Weil am Ende des Tages, wenn das mit irgendeinem Typen, der dem ähnlich sieht, und Tom Cruise funktioniert, dann funktioniert das auch mit Putin und mit Trump und mit ganz jedem genau. am Ende Natürlich. Des Tages. Vor allem ja. musst du ja überlegen, wenn irgend so ein Dude das selber kann. Jetzt überleg mal die Milliarden ja. an Geld, die halt zur Verfügung stehen, das ist ja absurd. Herr Gott, sorry, ich muss gerade daran denken, weil Tom Cruise auch einfach so der Kerl, ne? Ich habe letztens wie so eine Compilation gesehen, wo der Typ, der macht ja alle seine Stunts selber. Und dann immer so, da gibt's immer so ein Making-of, und man dann so der First AD dann immer so, also der, für alle, die es nicht wissen, ist der Regieassistent, der am Set in Hollywood immer so die den Ton angibt und so immer da rumschreit und so. Und sagt, okay, guys, crew, are you ready? Okay, Tom, are you ready? Und er dann so, im echten Flugzeugtransporter hängt er sich dann draußen an die Tür, um den Stunt zu machen. So, okay, give me a second. Ja, yeah, now I'm ready. Oder so, okay, in der Action. Dann hängt er da so, dieses Ding fliegt da mit 450 km/h irgendwo über Arizona und der hängt dann da an seinem aus dem Flugzeugträger, macht seine Stunts immer selber. Hier Frage, macht der Chef noch selber die Stunts. Weil ich hatte damals im Studium, als dieser hier, der Producer oder Produzent, der uns da damals diese ganzen Kalkulationen gemacht hat fürs Kino und so und erklärt hat, der hat auch mal dieses Jackie Chan Beispiel mal vorgerechnet, was passieren würde, wenn Jackie Chan, der ja auch angeblich jeden Stunt selber macht, ja. sich wirklich mal verletzen würde am Set. Was das für Kosten verursachen würde. Ja, Wahnsinn. Klar. Deswegen ist es ja immer so ein bisschen, ist natürlich auch so eine Mischung aus sehr viel Marketing. Natürlich. Und vielleicht auch ein paar Stunts selber machen, aber. Natürlich. Das Ding aber ist der halt, ist auf, der ist wirklich auf, der Typ. Ich weiß, die sind auf, aber du kennst das ja wahrscheinlich besser als jetzt ich sogar nochmal, weil du ja erstens Hollywood-Sets kennst und zweitens die Kalkulation dahinter kennst. Du weißt ja selber, wenn so eine Maschinerie stillsteht, weil Tom Cruise sich den Fuß verstaucht bei so einem Stunt, dann hast du direkt irgendwie ein 45-Millionen-Dollar-Loch gemacht, ne? Klar, aber ist auch schon vorgekommen. Weißt du, bei Harrison Ford war das doch so, als die Tür da runtergefallen ist bei Star Wars. Das war doch irgendwie direkt ein 20-Millionen-Dollar Schaden. So. Genau, aber das ist auch schon vorgekommen. Ich hatte auch schon an Filmsets, kriegst wo dann versichert, ne? Kriegst du ja, naja, Digi, wenn da irgendwie so Mads Mikkelsen mit so einem Tomatenauge, da kommt und so irgendwie so eine, was ich was, Serengeti-Entzündung da im Auge hat, dann drehst du halt einen Monat nicht und dann kriegen alle Ausfallgage und alles so ein Kram. Kostet ja richtig Kohle. Ja, vor allem, aber wenn es dann on purpose ist, ne? Das ist ja das Thema mit den Stunts. Nee, genau. Deswegen ist es immer so eine Mischkalkulation aus, ich mache ein paar Stunts, ist aber auch viel Marketing. Aber der ist wirklich auf der Tom Cruise, glaub mir, weil ich habe leider den Film nicht mitgedreht, aber Crew, mit denen ich gearbeitet habe in Babelsberg, die dann Operation Valkyrie gedreht haben mit dem, die haben gesagt, Digi, der Typ ist halt wirklich auf, ne? Also, der ist halt irgendwie crazy, also der ist nicht, der ist kein Wichser, der ist ganz nett, aber der ist halt wirklich auf, ne? Der ist so auch so, der ist so vernarrt, der ist so manisch. Ja, Scientology weißt du? Halt. Ja, genau. Ja. Stimmt, was ist denn eigentlich mit Scientology? Die haben, also als ich irgendwie 15 war, haben alle mal gesagt, oh, in 10 Jahren sieht das alles hier ganz anders aus und so, weil Scientology das dann alles übernimmt und so. Hier ist irgendwie am Ernst-Reuter-Platz eine so eine Scientology-Kirche. Was ist denn das? Echt, habt ihr eine? Ja, sicher, hier vorne am Ernst-Reuter-Platz. Ich gucke das mal an, das sieht aus wie ich so ein... Ich habe mal wirklich überlegt, so selbstexperimentmäßig mal, sich einfach sowas mal einmal anzugucken, einfach nur um mitreden zu können. Ich habe ja Angst vor sowas. Ich weiß, ich habe das... Die trinken gerne Tee. Wollen Sie nicht mal einen Tee am Eingang? Und auf einmal wird dir ganz schummrig und alles dreht sich und auf einmal findest du alles total toll und unterschreibst 1000 Unterschriften und auf einmal sehen dich deine Familie nie wieder und dann hast du auf einmal mich, so eine Kutte an und schlachtest irgendwelche Schafe im Keller und so. Ja, weil ich habe da mit Felix, hier, Barber Felix, mal drüber gesprochen. Weil wir haben ja hier vorne, hier zwei Straßen weiter, ist ja so eine Freimaurerkirche. Da kannst du auch freitags zur Informationsveranstaltung gehen. Ich habe überlegt, vielleicht gehen wir da einfach mal hin. Ja, mach das doch mal, Kotti. Ja. Ja. Und das Geile ist nächstes Jahr so, zack, Hollywood-Star. Ja, wirklich, genau, Hollywood-Star. Genau, und dann drehst du dich so im Podcast so nach rechts irgendwie, und dann musst du ja mal umgehen, dann sieht man wie hinten so Kabel aus deinem. Nee, so eine Narbe. Und dann gucken so Kabel raus und so blinkt alles und so. Ich finde ja übrigens die Freimaurer-Folge von den Simpsons am allergeilsten, wo dann Homer, da kam die noch so ein Ring und dann kam dann Homer so, was ist denn los? Und durften die sie im Atomkraftwerk in der Mittagspause, haben die alle so einen Ring und kann dann dem Automaten sich immer umsonst Cola ziehen. So stelle ich mir das dann auch vor. Also ganz ehrlich, da würde ich da auch eintreten. Wenn ich so einen Ring bekomme und mir überall so, was ich was, bei so Vending-Machines überall alles
So, for aber das würde mich mal interessieren, einfach mal zu so einer Infoveranstaltung gehen, wie ehrlich die da wirklich sind. Herr Corti, apropos Wendy. Wir machen das mal. Wenn du machen kannst, gehen wir da hin. Ja, okay. Hilfe. Wir kommen nie wieder. Ey, Corti, übrigens, apropos Vending Machine. Ich hatte ja früher in der Schule, in der Mensa, hatte wahrscheinlich jetzt jeder mal irgendwie die Geschichte, aber bei mir, uns war das wirklich so, da war ja so ein Cola-Automat, wo so ein Typ irgendwann mal aus der siebten hat ja da so ein, der hat ja rausgefunden, wie man da halt for free aus diesem Cola-Automaten was raushört. Und pass auf, und der war so schlau. Der Typ hieß Dennis, mit Z, Dennis. Geiler Typ hieß Florian. Ja, nee, pass auf, genau. Nee, und der hat dann auch so wie dein Homie da, das ist wahrscheinlich derselbe Kerl, der jetzt gerade auf dem Karneval da gebastelt wurde, der hat nämlich die Info, wie man da Cola zieht, nämlich verkauft. In der Schule. Schlau. Das ist schlau, ne? Das ist schlau. Und ich hab das tatsächlich auch mal mitgemacht. Ich habe da auch mal, wir haben gesammelt, der wollte irgendwie nur 5 Mark haben oder so. Das haben, dann habe ich ihm irgendwie 5 Mark gegeben. Und der hat mir das gezeigt, es war irgendwie unfassbar witzig, weil da gab's irgendwie so ein, da musstest du auch dieses, das war noch so ein Ding, wo du die Münze so reinlegst und dann musstest du die so runterdrücken. Und der hat irgendwie rausgefunden, wenn du das runterdrückst und dann irgendwelche Knöpfe da an dem, das ist wahrscheinlich so ein Ding gewesen. Das Service-Ding. Ja, so ein Service-Ding. Hat er dann, ja. Musstest du so 3 Knöpfe irgendwie gedrückt halten und so und das einmal so runterding oder zack, zack, 2-mal drücken oder so und dann ist das Ding einfach aufgegangen. Also das ganze Ding ist aufgegangen. Dann konntest du ja die Cola nehmen, hast wieder zugemacht. Ja, hat er rausgefunden. Geil. Ich weiß nicht, wie der das rausgefunden hat, aber ja. Ich hatte damals in der Schule auch das Lehrer, also es gibt immer einen Cheatcode. Ich hatte zum Beispiel die Lehrerversion von meinem Lateinbuch. Geil, hä? Und dann habe ich die Übersetzung mal so ein bisschen umgeschrieben und Fehler eingebaut und dann bin ich durchgerutscht. Da hatte ich immer eine gute Zeit im Lateinunterricht eine gute Zeit und hatte immer war ich richtig gut in Latein und in den Klausuren habe ich immer eine 5 geschrieben, weil ich es eigentlich gar nicht konnte. Geil, ja. und dann immer der Lehrer so, nehmt euch bitte mal ein Beispiel an Sebastian. Und so Vokabeltest an der Tür. Ja. Ey, übrigens auch so Spicken in der Schule, Cody, habe ich letztens auch gesehen, voll krass. Ich war der geisteskrankeste Profi, ne? Ey, ich hatte sogar einen Begriff dafür. Erzähl, okay. Nee, warte, erst ich, dann du, beruhig dich. Ja. Ich habe was gesehen, das fand ich nämlich mega geil. Heutzutage, logischerweise, hatten wir damals alles noch nicht so crazy, gibt's halt so Boys, die so irgendwelche Volvic-Flaschen oder so, weißt du, die drucken, die haben sich dann so eine Plastikfolie und haben sich quasi dann das Volvic-Logo gedruckt und da, wo hinten immer so die Ingredients draufstehen, da haben die sich komplett einen Cheatcode da draufgeschrieben und so. Ich habe mir tatsächlich das immer hier, ich halte jetzt meinen Fuß auch, immer an meinen Fuß hier, an die Socke, habe ich immer so wird es immer so hingeklebt und habe ich dann immer so mit Beine über Kreuz immer so hingesetzt, habe meine Hose so hochgezogen, habe immer so geguckt und wieder so runtergemacht, verstehst du? Und wenn der Lehrer kam, was hast du denn, da habe ich schnell die Socke drüber gezogen. Siehste? Mimikry-Technik. Okay. Umso auffälliger Dinge sind, umso weniger verstehen sehen sie Leute. Weißt du, wenn du halt die ganze Zeit da sitzt und immer so guckst und so, ja, genau. dann fällt es direkt auf. Wenn du aber... Es ist so dumm. Ich habe das halt so oft gemacht und es ist nicht einmal schief gegangen. Wenn du halt einfach ein komplett vollgeschriebenes Blatt dir einfach da hinlegst. Wie heißt das? Mimikry-Technik? Mimikry. Mimikry-Technik. Also wie eine, ja, genau. Und dann habe ich, ich hatte keine Klausur gefühlt, wo ich nicht irgendwie alles auf dem Zettel einfach dabei hatte. Einfach auf den Tisch gelegt. So, ja. Das hat einfach Wahnsinn. Das hat immer funktioniert, weil es halt einfach so unauffällig war. Ich habe Latein, halt die Leute, ach, der Sebastian, der kann das sowieso. Ich habe immer erst mal so ganz viele, das mache ich auch heute noch, wenn ich jetzt irgendwie ein Konzept schreibe oder so. Ich habe immer erst so Stichpunktseiten und mache dann Fließtext raus. Das war immer so mein Ding und ich habe einfach dann ich habe immer so einen Stapel an Papier mitgehabt einfach dabei und hatte halt quasi auf dem Zettel, wo ich halt meine ganzen Notizen gemacht habe, der nächste Zettel sah genau so aus wie meine Notizen, nur dass halt die ganzen Informationen drauf standen von der Klausur. Alter. Weißt du, und so habe ich das halt jede Klausur gemacht. Ich habe einfach quasi, du konntest die Zettel nicht auseinanderhalten. Die Lehrer hätten nie sagen können, es ist ein Spicker, weil das waren einfach die Sachen, die halt in der Klausur. Es ist ja so schlau, aber da musst du auch Cojones haben, Corti. Ja, was soll ich machen, Alter? Das Witzige ist, Corti, bei uns im Abi, das war das Allerschärfste. Im Abi hatten wir so ein, ich bin ja hier in Dahlem auf so eine Schule gegangen, High School of Berlin, war das ja so ein Ami-Sektor früher noch. Ja, ja. Hatte die auch so Spinte? Ja, genau. Bei uns war geil. Ey, Corti, dadurch bin ich zum Film gekommen. Corti, dadurch bin ich zum Film gekommen. Weil in unserer Schule immer ganz viele Filme gedreht wurden, weil wir irgendwie die einzige Schule in Berlin sind, die diese typischen Ami-Spinte hat. Und dann habe ich ja dann irgendwann mal da irgendwie habe ich mal so einen Penner da kennengelernt, der da rumgerannt ist, den habe ich halt voll gequatscht, dann habe ich so ein Praktikum gemacht. Das war ja quasi mein Anfang. So. Und also man denkt jetzt hier so Berlin-Dahlem und so schön Porsche-Nätigi, wir waren da so eine Sportschule, so richtig Ghetto, also das waren die richtige so Gesamtschule und alle hatten einen riesen Hals und so. Aber das Witzige war, warum ich es erzähle, das war wie so ein Campus und da gab es so kleine Häuser und hatten wir so ein Chemiehaus und das war halt so richtige
klassische, rotzige Ami 60er Jahre Neubauten, so voll Kacke. Mhm. Wo du halt Asbest. Noch viele, ja, genau, wahrscheinlich bis zum Rand von mit Asbest. Und da war halt in der Schule immer diese komischen, kennst du diese Pappplatten, die immer so ja, immer, ne, so dass die Decke so, diese ausheben konntest, die Decke so ja, abgehangen und dann ist da so eine Papp so. Und dann hatten wir auf Klo auch so eine Pappdinger und das war ja bei uns im Abi, das war ja auch krass, das war auch Secret Service, Obama zu Besuch, da waren immer vier Lehrer im Gang und ein Lehrer war dann immer so vor der Toilette und hat auch mal so, du musstest dann, wenn du in der Abi-Klausur auf Klo musstest, musstest du dann rein in die Klo und die Tür musste offen sein. Also das heißt, haben wir uns nicht gemacht. Also wirklich war, also nein, also nicht die Kabinentür, sondern vorne die Tür von der Toilette. Ja, ja. Und bei uns in Chemie war das Gute, du musstest einmal so um die Ecke. Dann hat sie quasi, die Tür war vorne so offen, dann kam die Waschbecken, dann musste einmal um die Ecke, das so. Warum ich das alles erzähle, ist, wir haben halt da so ein Chemiebuch und so Spicker haben wir halt die Platte rausgehoben, Tag vorher, ja, und haben halt da dann so in Toilette 2 oder so, haben wir dann halt da so. Und da ist jeder mal so, ich muss auf Klo, super, an diesen ganzen, so viel Schweiß gebadet, an diesen ganzen Lehrern vorbei, zack, rein in die Toilette und dann so hoch, zack, und dann so, weißt du, mit deiner Hand da oben erstmal so, Kaugummis, 1000, eine alte tote Ratte und so, ach, das ist das Buch, super. Geblättert. Ich habe das auch gemacht. Ich muss sagen, ich konnte mir gar nichts mehr merken, weil ich war so, ja, okay, habe ich mir das angeguckt. Das ist zu schnell. Pass auf, das Schärfste war, mein ehemaliger Mitschüler Nino, der war so geil, der war immer so verballert. Und der war dann so, und am Ende dann so wie so, dieses Buch, voll geil, hat voll gut. Und er so, wo war denn das Buch? Ich habe es nicht gefunden. Und ich so, wie? Naja, Siggi, die zweite Toilette. Wenn du reinkommst, welche zweite? Ach so, ich dachte die dritte. Ich habe diese Platte hochgemacht, habe da rumgefummelt und auf einmal hatte der so eine alte Bong in der Hand. Weil da früher irgendwelche Kids immer auf dem Klo gekifft haben, meine ich. Und stell mal vor, in seiner Klausur hast du immer so eine Bong in der Hand. So, scheiße. So, weißt du, so wie alles wieder hinstellen, zack, Platte ran und völlig wütend wieder dann zurücklaufen. Oh, geil. War jetzt witzig. Oh Mann, ey. Dass man sowieso alles in Schulen so findet, glaube ich. Das muss auch wild sein. Wir haben früher in diesen, genau auch unter diesen Platten, es gab früher beim Aldi, gab es so Traubenschorlen. Wie Apfelschorle, Traubenschorle. Ja. So eine helle Traubenschorle. Kenn ich. Und wir haben die dann so vor den Sommerferien so einmal aufgemacht, halb leer gemacht, zugemacht und oben reingelegt. Du hast halt einfach, das war einfach ein Weinkellerei-Gefühl. Also du hast einfach Weißwein produziert. Hast einfach Weißwein produziert. Schön da oben. Das ist schön rumgeblubbert. Ja, das ist schön vor sich her gegart und gegärt und dann hat es einfach so fermentiert. Schön in der zweiten Stunde Englisch dann so, ich muss mal einen Schluck nehmen. Ach, ey, ich sag's dir, Schule, ne? Fuck. Ja, ist irgendwie, aber ich finde, ich muss ja sagen. So ein Kippler? Du warst bestimmt auch so ein Kippler, ne? Natürlich, ich war Kippelprofi. Ich habe hinten auf der einen, ich habe hinten auf der einen Ding und so. Ich war von der 7. bis zur 10. Klasse eigentlich richtig guter Schüler und dann ab der 10. habe ich mich dann irgendwie so. Dann ich war bis zur 9. richtig guter Schüler. Ich habe dann, und dann habe ich ja, dann wurde ich ja der Klassenclown. Ich habe ja auch auf der, ich habe auf meiner Abi-Feier, haben wir immer so, weiß ich, wie ihr es gemacht habt, wir hatten dann so Votings und so, und dann so Couple of the Year und so eine ganze Scheiße und wer wird als erster Vater und wer wird als erste Mutter und alles so ein Kram. Und dann gab es eine Kategorie, das hieß, war halt Clown und ich habe genau zwei Kategorien gewonnen. Ich habe die Clown-Kategorie gewonnen, erster Platz, ne, von irgendwie 110 Leuten. Natürlich. Und ich habe die zweite Kategorie, eine zweite Kategorie gewonnen, nämlich die Kategorie, mit der, wo die meisten Leute eindeutig abgestimmt haben, habe ich auch gewonnen, weil nämlich von 110 Leuten haben 107 für Clown gestimmt. Fuck. Also, ich muss überlegen, also ich war jetzt, also die Lehrer mochten mich schon ganz gerne, weil ich habe manchmal mitten im Unterricht so Jokes gebracht, da mussten die auch mitlachen und dann ist es schwierig, ernst zu bleiben, aber ich habe dann auch einigermaßen gute Noten, also dann noch mit nach Hause gebracht und so, aber also ein paar hatten mich auch hart auf den Kieker, logischerweise, weil ich habe dann immer so, ich war jetzt nicht so ein Zwischenruf oder so, ich habe ja dann immer irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so einen halben Wassereimer an die Tür gestellt und dann kommt der rein. Und ich habe immer irgendeinen anderen Müll gemacht. Ich habe immer hinten Leute angestiftet, die haben dann immer irgendwie gelacht und so. Sowas habe ich alles gemacht. Also ich war wirklich bis zum 9. war ich ein guter Schüler, eigentlich. Einigermaßen guter Schüler in manchen Fächern. Ich war in Mathe immer richtig gut. Ich musste für Mathe auch nicht so viel lernen, tatsächlich, um gut zu sein. Und dann, wahrscheinlich in Kunst warst du richtig gut. Nee, ging tatsächlich. Ah, echt? Ja, das war nicht so mein Ding. Aber das Ding ist halt, denk mal, ich habe ja parallel so Kunstschule gemacht, Zeichnen und so. Und das war ja in der Schule, weil immer so Wasserfarbe, Scheiße so. Ja. Das Ding ist halt, wir hatten so eine, ich war halt in Mathe immer ganz gut. Und dann hatten wir so eine,
Ja, die war halt eigentlich keine Lehrerin. Die hat halt irgendwo einen normalen Job gehabt und dann wurde die halt Mathe, dann hat die gesagt, ich werde jetzt nochmal, was ich eigentlich mal studiert habe, Lehrer. Ja, ist total, ja, genau. Also Leute, die halt nie in der Schule gearbeitet oder auf einmal Lehrer werden wollen, dann bist du völlig weich. So. Ja, ganz wild. Also Shoutouts an alle, die das machen wollen. Ja. Und die hat halt dafür gesorgt, dass, also die hat halt tatsächlich, also das war das Geilste, wir haben halt so, das war die 9. Klasse, war glaube ich, War das Wurzeljahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wir hatten nur, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Wir hatten nur Addition und Subtraktion gemacht und in der Klausur kam auf einmal Multiplikation und Division dran. Einfach dann so? Einfach so. Und dann sind halt irgendwie von 30 Schülern, haben irgendwie 28 Schüler eine 6. Ja, und genau. Und dann ging das ganze Jahr. Aber nur die anderen sind schuld. Immer sind die Schüler schuld, natürlich. Genau. Und sie hat sich immer irgendwie da rausgezogen. Das, tatsächlich, aber unsere Klasse hat es geschafft, dass sie nach dem Jahr auch wieder die Schule verlassen hat. gebrochen. wirklich mit, also die war dann unsere Sportlehrerin, das war auch so geil, sie war unsere Sportlehrerin, hat sich neben das Handballtor gestellt, neben das Handballtor. Jetzt pass auf. Also wie weich du sein musst. Du hast die ganze Klasse gegen dich aufgebracht, durch diese Mathe-Scheiße. Dann hast du Sport. Ja. Dann hast du fährst, wir hatten so Handballtore, fährst es runter in der Mehrzweckhalle, legst 10 Meter entfernt Basketbälle auf den Boden, stellst dich so neben das Tor, lehnst dich ans Tor und sagst zu allen, die da waren, ja, schieß doch mal aufs Tor. Nee. Glaubst du, einer hätte aufs Tor gezielt? Oh, natürlich die haben nicht. Alle auf die Alte geschossen, ja, mit Basketbällen. Das tut ja so geil. Vor allem halt von 30 Kids, irgendwie 15 Jungs, 14 davon haben natürlich auch im Fußballverein gespielt. Und die hat, also das heißt, alle konnten auch einigermaßen zielen. Ey, das ist die beste Story eigentlich aller Zeiten. Wir hatten früher, bei uns war das so, wir hatten mehrere Etagen, das Gymnasium. Und wir hatten quasi so Balkone außen an den Dingern als Rettungswege tatsächlich. Weißt du, dass die Feuerwehr dich runterholen kann. Die sahst du aber aus dem Zimmer nicht wirklich, weil die so ein bisschen versetzt nach unten waren. Und einer von den Jungs hat sich dann ans offene Fenster gestellt und hat gesagt so, sie haben meine Schullaufbahn zerstört. Und dann ist der gesprungen. Sie wusste nicht, dass da Balkone sind. Nee, das war ein Terror in der Schule. Wir haben alle so viel Klassenbucheinträge diesem Jahr bekommen. Aber tatsächlich ist sie danach gegangen und dann hat sie beim Kaufland Regale eingeräumt. Haben wir das Oh Gott, die habt ihr ja richtig gebrochen. Ja, aber die hat uns auch... Wie hieß die, Conti? Wie hieß der Nachname? Das kann man jetzt sagen. Wie hieß sie? Ich weiß nicht, ich finde sowieso Lehrer haben immer die geilsten Nachnamen. Du musst halt überlegen, dass halt... Also die hat halt dafür gesorgt, dass so viele Leute sitzen bleiben, weil die hat halt einfach 6 verteilt in Mathe. Ja, gut, du das halt macht keine Chance mehr hattest. Ja. Und damit hat sie 6 halt so ist ja auch vor allem Conti, 6 heißt ja nicht, also nicht anwesend, ja, nicht da. Du musst ja mindestens eine 5 genau, geben, genau. Ne? Und also, sie hat dann und das kam auch dann jetzt besser dann, ist, aber ging dann nicht mehr durch und so und dann sind halt so viele Leute wegen der sitzen geblieben oder wir hatten halt Gymnasium und Realschule auf einem Campus sozusagen. Ja. Und dann sind so viele Leute halt entweder zur Realschule rübergehen müssen wegen ihr oder sind halt sitzen geblieben wegen ihr, dass halt dann das vielleicht einfach ausgleichendes Karma war. Aber deswegen, Leute, wenn ihr Lehramt studiert habt und nicht als Lehrer arbeitet und nicht überlegt, ich gehe zurück in die Schule, macht's nicht. Das ist sowieso Roulette. Ich komme mit den Kids nicht klar. Gott, so. Das ist sowieso ein Roulette. Also, glaub mir, alle, die auf normale staatliche Schulen gehen, irgendwie, die mal in irgendeinem Fach mega gut waren, sagen dir zu 80% die Leute, ich hatte einen coolen Lehrer. Oder wenn du sagst, da war ich schlecht, ich hatte auch coole Lehrer. Ich hatte auch ein paar geile Lehrer, richtig. Also nicht, aber diese Balkon-Story, fuck, was. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, was ich auch sagen wollte, ist, Corti, das ist halt einfach Roulette, an was für einen Lehrer du gerätst. Und dann das entscheidet dann wahrscheinlich vielleicht sogar über dein Leben. Ist ein bisschen wild. Ja, vor allem, wenn du halt diese uralten Frontalunterrichtslehrer hast, die halt seit Jahren den gleichen Stoff... Weißt du, kennst du das so, wenn so Geschwister von ihren älteren Geschwistern die Klausuren schon... Ganz genau. Das ist halt... Ich muss sowieso tatsächlich sagen, ich war nie großer Fan von diesem Bildungssystem, so wie es abläuft. Mhm. Weil ich immer für mich in manchen Fächern ein bisschen unterfordert war. Und dann aber in den Fächern, ich war halt extrem gut in den Sachen, wo ich Lust drauf hatte und sehr, sehr schlecht in den Sachen, wo ich keinen Bock hatte. Mhm. Und das ist das größte Problem. Du hast halt null Individualförderung, ne? Außer natürlich durch Sport vielleicht, das ist das Einzige. Oder irgendwelche AGs, die aber auch Schrott sind. Ja, genau. Ich muss sagen, Corti, ich habe ehrlicherweise eigentlich immer, ich habe mal versucht, das Beste draus zu machen. Ich fand Schule immer cool als Schmelztiegel an sich so. Ich fand's schade, dass immer in Berlin und immer die Leute immer, ich weiß, bei euch war es wahrscheinlich auch so, immer so die Toiletten kaputt gemacht. Da merkst du ja auch richtig, dass die Leute sich halt mit der Schule halt nicht richtig identifizieren. Ich fand das halt eigentlich, finde es tatsächlich, obwohl ich viele Mal die Amis auch schwierig finde, aber das finde ich ganz cool. Die haben da teilweise Highschools, da gibt's dann T-Shirts und Pullis, die sagen, ey, ich war auf der Highschool XY, die identifizieren sich, dann gibt es also Mannschaften und so weiter und so fort. Und das hatte ich irgendwie ehrlicherweise, das fand ich eigentlich immer einen schönen Vibe, weil klar, Leute sagen immer, oh Gott, 14 Uhr, schnell Schule vorbei, kein Bock und nervt und so. Aber diese Leute treffen,
die Freunde zu haben und das war das Geile. Merkst du auch irgendwie, wenn du jetzt mal irgendwie die 30 hinter dich lässt, dann merkst du auch eigentlich, wie cool Schule eigentlich ist. Rein aus dieser sozialen Komponente und dass du einfach mit Leuten abhängst und einfach eine gute Zeit hast und vor allem auch Freundschaften fürs Leben schließen kannst und so. Und ich meine, sowas, was du da gerade erzählt hast, man springt ja aus dem Fenster und so auf Joke, das ist ja alles sind ja Sachen, das weißt du, das vergisst du ja dein Leben lang nicht. Und weißt du, mit den Jungs mit den jungen Mädels, mit denen du da gelacht hast, weißt du so, es gibt ja auch eine riesengroße hohe Statistik, dass Leute, die zusammen irgendwie in der Grundschule waren, sich dann später wieder treffen, dann auch sogar potenziell heiraten. So, weißt du, so. Ach, ja, weil man halt so ein richtig innerliches Verhältnis hat. Mhm. Klar, man kennt sich, seit man irgendwie klein ist und Kind und so. Siehe unseren Kumpel Luki, Alter. Nichts anderes. Ist es so? Der ist mit Kati zur Grundschule gegangen. Ach, wusste ich gar nicht. Ja. Süß. Ja, es gibt halt einfach so viele, ja, das ist einfach irgendwie... Bei uns waren die Schulen aber nicht so ramponiert. Also die waren halt natürlich jetzt nicht modern, weil halt das Geld ja nicht in Schulen fließt, sondern in unwichtige Dinge vom Staat. Aber bei uns waren es nicht irgendwie, dass die Leute die Toiletten zerscheppert haben oder so. Ja, bei uns. Aber das ist auch so ein deutsches Ding. Ich meine, guck dir mal so in Deutschland so öffentliche Sportplätze an. Nee, so ein Basketballplatz, die irgendwo sind, die sehen immer scheiße aus. Ja. Und wenn du dann irgendwo in Kalifornien, da kannst du halt einfach, da sind halt einfach Padelplätze. Klar. Die sehen immer gut aus, weil halt keiner da ist, kein Wichser da ist, der halt die Dinger kaputt macht. So. Genau, weil die ist einfach, ja, das ist einfach die halt so. Nicht. Ach, continue, alter Mensch. Haben wir ja einen schönen Einstieg heute gefunden. Du schon eine halbe Stunde. Alter. Ja, Wahnsinn. Ich wollte eigentlich über das Reisen heute reden. Wir wollten heute eigentlich, wir heute was sogar gesagt, lass uns heute über, aber Kotti, warum wir über das Reisen reden wollen, sag doch mal ganz kurz, hol doch mal die Leute kurz da draußen ab wegen der Umfrage der Woche. Das war nämlich part of it tatsächlich. Die musst du jetzt wieder aufmachen. Aber du hast es doch schon recherchiert. Ich habe es leider nicht vor mir. Die Umfrage der Woche war, weil wir jetzt unser Jubiläum 20 gesagt haben, welche Themenfelder sollen wir denn ein bisschen mehr beackern für euch? Und dann hatten wir Sachen wie zum Beispiel mal eine Quatschfolge machen, Reisen, mal nur eine Folge, ein Thema. Dann hatten wir... Unnützes Wissen. Was hatten wir noch? Weiß man nicht genau. Sowas halt. Genau, und ich glaube, unnützes Wissen Sport. Hat am Ende... Sport, stimmt. Und ich glaube, unnützes Wissen hat ganz knapp sich immer ein Kopf an Kopf Rennen mit Reisen gegeben. Mhm. Und hat dann am Ende das Rennen gemacht. Ist ja mein Ding eigentlich. Ja, ist es voll total. Ich habe auch tatsächlich heute nochmal ein geiles unnützes Wissen mitgebracht, genau aus dem Grund. Super. Aber Reisen finden wir auch ganz schön. Wir haben ja letzte Woche gesagt, wir müssen eigentlich mal die Reisekategorie so ein bisschen einführen. Ich will jetzt hier nicht so einen Travel-Scheiß machen, aber einfach mal sagen, nee, wo wir uns ganz wohl fühlen, wo wir es cool finden und so. Verstehst du? Oder was so interessante Reiseerlebnisse waren. Ja. Ich fange auch vielleicht direkt mal an, Kotti, weil ich muss sagen, um es mal kurz anzureißen, ich war ja wirklich schon auf der Welt viel unterwegs, auch durch meinen Job und auch so aus Leidenschaft XYZ. Und ich muss wirklich sagen, ein Ziel, was gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern vor der Tür liegt, was mir wirklich in sich in mein Herz geschlossen hat, ist wirklich Südtirol. Brandenburg, Alter. Südtirol, ne? Das ist der Tropical Island in Brandenburg. Das ist super. Da kriegst du ein Liter Slushy, hast du Strand, immer gutes Wetter, fliegen die Papageien rum, auch mal eine Ratte schwimmt da längs. Das ist alles normal, genau wie in Bermuda. Da schwimmen irgendwelche Schweine im Wasser, in Nassau, und hier ist das sind eine Ratten. Südtirol. Alter, Tropical Island, auch eine fertig, ne? Alter. Hilfe. Das war ja mal ein Flugzeughangar. Und ja, dann haben die da so ein Investor, so ein geiler Aussie, der da reinkommt und sagt so, was machen wir jetzt hier? Weißt du was, wir machen hier einfach die Karibik-Rennen. Verstehst du, der große Genug, kann man alles hier machen. Ja, kein Problem, ein bisschen Truman-Show mit so einer Kuppel und so. Alter, da rennen die Leute rein und fressen diese Slushies und alles sowas. Die haben Bock, Alter. Die haben richtig Bock. Da werden immer, ich sehe auch immer, weißt du, früher auch immer so vor 10 Jahren, da waren dann immer irgendwie so, hallo, RTL. Wir haben heute Rosanna, Tim und André und wir machen heute den Rutschentest. Mit welcher Hose, mit welcher Technik kannst du am besten rutschen? So typisch so tough Samstagnachmittag. Scheiße. Mhm. Und dann glotzt du das irgendwie so an, denkst du so, was ist denn bitte? Und dann siehst du die immer im Tropical Island, immer abgesperrt und so. Und dann kommt immer so eine fette Maus dann rein und immer so, nee, sorry, wir haben gerade Dreharbeiten. Ach so, wir sind gar nicht, geht weg. Und dann macht André den Rutschentest. Übrigens. Dann das Lifehack, Corti, wie du am besten rutschen kannst, ist, wenn du dir deine Unterhose wirklich in den Arsch rein. Du musst auf den blanken oder zack runter. Auf den Arsch. Ja, klar. Das weiß ja jeder, der eine Freibad-Historie hat. Genau, ich hatte auch früher immer so eine, da war in Schöneberg, hatten die mal neu dieses ganze Rutschenparadies im Hallenbad hier, die hatten so auch so einen Außenbereich, ganz geil auch, haben sie neu gemacht und dann haben die irgendwie, und da war noch nicht so richtig diese Elemente von der Rutsche, waren noch nicht so richtig zusammengeschraubt und dann hatte ich da so Striemen, ich bin immer so. Ja. Und dann hast du so richtig so einen komplett roten, verbrannten Arsch gehabt, warst aber der schnellste. Geil. Oh, super. Ihr hattet so ein Hallenbad da, ne?
Ja, ja, klar. Hier, ja, wir haben halt ein Freibad bei uns hier direkt. Ja, ich habe auch ein Freibad hier. Das Locho, Alter, das Freibad, kurz kann ich jetzt auch mal erzählen. Wir haben ja das Locho-Bad hier, das ist ja hier in Wilmersdorf hinten, das geile Freibad. Da sind wir immer rein, da Duki und sind reihenweise früher immer da eingebrochen und haben dann diese Geisteskranken, in Berlin waren dann immer so aus, mit so einem Betonfuß gegossen, immer diese roten Bänke im Freibad. Die wiegen ja geisteskrank und haben irgendwie Luki und vier andere Jungs so diese Bank ins Wasser rein. Stell dir mal vor, du wachst da morgens auf und schließt die als Bademeister da irgendwie das Bad und sagst so, wie kriegen jetzt diese scheiß Bank da raus? Die wiegt da irgendwie so eine halbe Tonne, liegt da also. Ja. Schon mal passiert tatsächlich. War aber witzig. Oh, ja. Lochobad war immer gut. Da war auch immer eine Algenpopulation in dem Wasser. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war immer, da war so viel in diesem Kinderbecken. Dafür gibt es in Freiburg dann immer die besten Pommes. Das ist richtig. Das schmeckt auch immer am besten, wenn du den ganzen Tag richtig ausgepowert hast. Der räudigen so. Mayo ist ein Pumpeimer. Ja. Und dann gehst du mit so nassen Füßen auch mal dann in diese Toiletten und es riecht alles nach Urin und dann pinkelst du, dann läufst du durch dieses kleine Wasserbecken vorne und holst dir diese Pump-Mayo-Pommes. Also ich muss sagen, es gibt zwei Sachen, die mich am Freibad immer genervt haben. Ja. Zum einen, dass ich relativ häufig mindestens einmal im Jahr in eine Wespe getreten bin. Richtig, stimmt. Das ist richtig scheiße. Ja. Und zweitens, es gab immer so eine Jungsgruppe, die im Badezimmer vom Freibad immer einen Turmbau betrieben hat. Ein Turmbau. Turmbau. Ein was Turmbau. Heißt das? Also, die haben ein Türmchen gebaut. Ach so, in dem Becken oder was? Nee, im Klo. Ach so, so ein Kleckerhaufen meinst du? Ja, so übereinander. Ja, das ist räudig. Freibad halt, ne? Was ja, schon Freibad. Haben? Nee, Freibad ist auch, wir könnten mal doch mal eine ganze Folge bei Freibad. Wir machen mal eine Folge im Freibad. Schön bei den Berliner und Kölner Bäderbetrieb. Aber ich will auch, dass die ganze Zeit dann wie so ein Bodyguard so ein Bademeister hinter uns ist. Hab ich dir die Story mit der Mehrfachsteckdose im Pool mal erzählt? Wie, was erzähl mal? Ich hab, also, dass ich jetzt hier noch sitze und diesen Podcast halten kann, ist eigentlich ein Wunder, weil wir saßen mal bei unserem Freund Tobias, bei den Eltern, die hatten mal so einen Pool im Garten. Und wir wollten halt da, ich weiß gar nicht mehr, was wir anschließen wollten, ich glaube eine Musikanlage oder so, das Kabel war zu kurz und dann haben wir eine Mehrfachsteckdose gelegt und weil das Kabel immer noch zu kurz war, hatten wir so Flipflops genommen zu so einer kleinen Insel und die Mehrfachsteckdose auf diese Flipflops gelegt und die schwamm dann so neben uns in diesem Pool. Oh Gott. Und fand wahrscheinlich noch so eine Alibaba.com ohne so CE-Stecker, keine Sicherung drin, nichts, Alter. Ich glaube, meine Eltern werden sich wie immer Donnerstag diese Folge angucken, werden sagen, seid ihr eigentlich völlig wahnsinnig. Aber die schwammen dann immer so neben uns im Pool. Und ja. Wir haben es nur einmal gemacht, aber es ist auf jeden Fall gut gegangen. Wir sitzen noch hier, alle. Ja, Tobias habe ihn sehen. Ich sehe nämlich der hat sich mal geschafft. Diese Bild-Zeitungs-Annonce so. Ja, wirklich. Vier oder fünf Jugendliche tot im Swimmingpool. Laden Handy im Pool. Empfang war super. Fuck. Der Rest war nicht so geil. Deswegen so eine Folge aus dem Freibad mit so einem Schwimmring und so einem Mikrofon fände ich ganz geil. Finde ich super. Super. Das machen wir mal. Super erledigt. Ja, wo war ich gerade? Tropical Island. Nein, Spaß. Südtirol. Tropical. Ja, Südtirol ist super. Nächste. Ne? Leute, fliegt nach Südtirol. Fliegt vor allem. Fahrt nach Südtirol. Macht das. Punkt. Ihr wisst Bescheid. Das ist mein Reisetipp. War ich ja noch nie. Muss ich ja mal machen. Nein, das müssen wir. Ne? Aber mal wirklich... Man muss wirklich sagen, ich würde mal ganz gern mit dir, haben wir schon mal gesagt, Kort und ich, wir lieben es ja auch immer so ein bisschen so undercover, kleine Sportvereine und Fußballclubs. Es gibt ja den FC Südtirol. Südtirol, zweite italienische Liga. Ja, und da würde ich mal ganz gerne mit zum Spiel. FC Südtirol. Genau, der heißt genau so. Genau. Und der hat Deutsch und Italienisch. Man muss einfach sagen, Südtirol ist vor allem einfach so ein Schmelztiegel an Kulinarik. Das ist Wahnsinn. Ja. Also du hast natürlich dieses bisschen mehr Alpen, österreichische, deftige und dann hast du auch diese super leckere italienische Küche, geht dann rein ins Mediterrane, natürlich verirren sich da auch ein paar Tomaten in die Berge und so, aber die haben wirklich, ja, es ist Wahnsinn. Also es macht einfach nur Spaß und vor allem Leute, die dann immer so, oh, jetzt will ich mal irgendwie Bangkok buchen und irgendwie nach Südostasien oder man muss mal irgendwie ausspannen oder La Palmas oder ich will irgendwie auf die Kanaren oder Madeira oder Portugal. Ich muss sagen, ich bin noch nie so doll runtergekommen auf einen Nullpunkt und mal schön richtig entspannt wie in Südtirol. Das ist wirklich... Echt? Ja, du guckst dann da so in die Berge und die hat da jedes Gasthaus, da musst du auch nicht so mega teuer, da gibt's auch so was für dieses fürs niedrige oder mittelpreisige Segment, hat alle haben da so eine Sauna, die Leute sind gut drauf, du hast ja nicht dieses typische so progressive Strandurlaub, das ist ja mein Platz, Publikum, die Leute sind irgendwie so ein bisschen, ey, wir fahren mal im Sommer in die Berge, genau wollte ich gerade sagen, im Sommer in Südtirol, ne? Und die Leute fahren ja dann immer im Winter in die Berge, aber im Sommer halt in die Berge und dann sitzt du da und es ist einfach, der Planet brennt 30 Grad, da oben ist ein bisschen kühler auf dem Hügel, aber kannst dann schön in der Sonne liegen. Du kommst gerade aus der Sauna raus, gehst eine Runde schwimmen, isst da einfach nur unfassbar perfektes, mega leckeres Essen und
Also ja, Südtirol ist immer ist infrastrukturell ja super erschlossen, mag ich ja immer. Leute, früher waren die Leute immer so drauf, ja, ich will dahin, wo keiner ist, dann lässt du dich irgendwo in Papua-Neuguinea mit einem Helikopter abschmeißen und denkst, ja, supi, Alter, was soll ich denn jetzt machen und so. Musst du ein Gürteltier schlachten. Und ja. Das Ding ist dann, also weißt du, so, ich finde ja so eine Info, also, weißt du, so eine touristische Infrastruktur finde ich ja gut, weil dann hast es sind kurze Wege und alles ist gut, muss natürlich jetzt nicht überlaufen sein. So. Ja, Südtirol. Ich bin ja mal ein Fan von guten Hotels, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Das ist eine Sache auch, die mit dem Alter gekommen ist bei mir. Früher habe ich ja für einen Dollar in Kambodscha irgendwie im Dorm geknackt, irgendwie im Dschungel, Alter. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Aber heute so ein gutes Hotel macht, ist schon schön. Ja, finde ich auch gut. Ja, Südtirol. Und was hast du für einen Reisetipp, Kotti? Was fällt dir gerade so ein? Ich habe letztes Mal ja schon Provence gesagt, ne? Mhm. Aber wir haben nicht im Detail drüber gesprochen. Na dann los. Also ich muss tatsächlich sagen, nochmal, also das Provence-Thema ist deswegen ganz gut, weil du hast im Sommer halt eine ziemlich krasse Wettergarantie. Das ist halt schon mal der erste Pluspunkt. Du kannst halt mit dem Auto anreisen, was auch nicht so schlecht ist. Das kennt Südtirol natürlich auch, klar. Mhm. Aber du hast halt es gibt so diese kleinen Städte wie Avignon oder Arles. Mhm. Das ist ja immer so mein, also wenn ich irgendwo mal hin auswandern dürfte, dann wäre es Arles. Ah ja, echt? Ja. Da ist ja auch, Van Gogh hat ja auch da gelebt. Es gibt ja auch ein Van Gogh-Bild von so einem Restaurant, da steht er immer noch genauso, wie er es gemalt hat. Und es ist so eine Künstlerstadt und da ist auch immer so, da ist ja also eins der größten Fotografie-Festivals der Welt, dessen Namen ich immer vergesse, außerdem kann ich kein Französisch, hat der Latein, wie wir wissen, wie wir vorhin schon gesprochen haben. Erfolgreich. Aber da gehst du dann halt während des Festivals irgendwie über die Straße oder sitzt beim Essen mitten auf der Straße und dann siehst du halt so irgendwie so Leute an dir vorbeigehen, wo du denkst, ah ja, krass, die sind auch hier. Also hast du mal Abstract gesehen auf Netflix? Ja, ich habe mal 2-3 Folgen geguckt, aber leider nicht. Die erste Folge mit diesem deutschen Grafiker, der für New York Magazine, der läuft dann so an dir vorbei, weil der auch zu dem Festival fährt und die sind halt alle da. Also es ist wirklich krass, das ist so eine Creme de la Creme dieser ganzen Kreativen ist da. Aber unabhängig davon ist halt schöne alte, da steht auch ein kleines Kolosseum mitten in der Stadt. Schöne alte römische Städte dann im Endeffekt, die auch sehr, sehr gut erhalten sind. Du hast halt perfektes Essen. Manchmal auch so, ein paar marokkanische Restaurants in der Region dann ganz oft, ist auch ganz reizvoll. Und du hast, weißt du, das Ding ist ja, ich bin ja zum Beispiel, ich kann ja hier nicht so gut Tomaten kaufen. Ich kaufe hier ungern Tomaten. Das hast du erzählt, ja. Das, und da kriegst du dir halt diese Ochsenherzen. Ja, und vor allem du kriegst da irgendwie ein Kilo für 2 Euro. Und hast halt irgendwie, das ist halt eine ganz andere Experience. Du hast halt wahnsinnig tolle Märkte überall. Wir waren halt immer in dem gleichen Haus, was man so gemietet hat. Und die das hosten, die hatten immer so eine schöne Liste von, an welchem Tag ist wo der Markt. Also, du kannst halt dann schön jeden Tag woanders hinfahren. Und das ist halt einfach, wie gesagt, Wetter ist gut. Man sagt ja immer, man hat immer diesen Vorurteil, ja, die Franzosen und Englisch und bla bla bla. Ja. In der Ecke hatte ich das Problem tatsächlich nie. Das habe ich eher in Paris als da irgendwie. Ja, okay, krass. Man kam mal richtig, richtig gut durch. Wie gesagt, wunderschöne Städte. Fährst ein bisschen im Auto durch die Gegend, ist auch toll. Du hast Lavendel, wenn du zur richtigen Zeit fährst. Natürlich Lavendel-Region so, ne? Man könnte nach Marseille fahren, aber es ist ein Scheißloch. Marseille auf keinen Fall. Nee, Hilfe. Ja, dann ist halt aber sowas wie Avignon, Arles und diese ganzen Aix-en-Provence und so, wie die ganzen Städte heißen. Das ist wirklich echt nice. Kann ich eben nur empfehlen. Ist das super teuer? Man kann sehr gut essen gehen an allen Ecken und Enden, in alle Richtungen, die man möchte. Schöne kleine Städte. Und es kostet halt nicht so viel, ne? Weil halt im Hinterland, haben wir schon drüber geredet, in der Provence, da kriegst du schon noch super schöne Gasthäuschen für echt einen schmalen Taler. Ja, und hast du eine tolle Zeit. Zum Kaufen nicht, aber zum Mieten, ja. Zum Mieten, genau, ja. Kaufpreise sind absurd teilweise. Diese geilen, die haben halt diese geilen alten Bauernhäuser, die sie halt dann so, weißt du, die sie dann halt so modernisiert haben. Und das ist halt dann schon irgendwie eine ganz geile Experience. Wir hatten da auch so ein, ne, da war dann so ein Naturwasserpool, wo wir waren. Mhm. Also kein Chlor-Ding. Oh, das liebe ich ja auch über alles. Natürlich. Und das war dann tatsächlich, du musst natürlich dann nicht mit so Sonnencreme reingehen und so, ne? Gibt es natürlich dann ein paar Regeln mehr als bei Chlor. Aber das ist dann schon echt, eine gute Experience. So. Kann ich eben nur empfehlen. Unsere Reise zum Frankreich-Urlaub. Schon, ne? Hätte ich ja nie gedacht, dass ich das mache. Ich glaube sogar, Kotti, was so witzig ist, ich glaube, es ist auch letztes Mal gesehen. Weißt du ja, wie man am besten nach Frankreich fährt, ne? Mit dem Zug oder was? Nee, kann ich jetzt nicht bringen, den Witz. Den kennt aber jeder. Ach so, das war... Also, okay, ich weiß schon. Nee, das machen wir jetzt nicht. Was? Nee, den Rest könnt ihr euch denken. Punkt, Punkt, Punkt. Hilfe. Oh Gott, ich kann den Witz. Mann, Kotti, Hilfe. Wir haben halt so krank viele Nazis bei uns in der Leitung hier. Aber, also... Mann, sorry. Was ist mit euch? Wir haben doch nichts gesagt.
Schöne Reittipps. Was auch witzig ist, Kotti, was ich auch mal gesehen habe letztens, es gibt eine super witzige, ich weiß nicht, habe ich ja schon mal gesagt, es gibt auf Arte so eine Sendung, die heißt Crazy Borders. Da gibt's alle immer geguckt, so am Stück. Und hast du die auch gesehen, wo sich Südtirol, Frankreich und Spanien, glaube ich, oder so? Nee, oder wie war das? Italien. Genau, mit nee, Italien, Entschuldigung. Frankreich, Italien und Italien. Die Schweiz. Richtig, Entschuldigung, genau. Wo die sich um diesen Mont Blanc da. Ja. Das ist so witzig. Und alle haben bis heute verschiedene Karten und eine verschiedene Grenze. Ja. Das ist unfassbar. Genau, das müsst ihr euch mal angucken. Die Crazy Borders Folge, also die kann ich auch bei jedem bei Arton empfehlen. Es gibt so ein kleines Dorf, ein französisches Dorf auf spanischen Grund und Boden. Mhm. Und da gibt's immer Streit um diese da ist so eine Verbindungsstraße, die gehört dann aber der Spanien, aber die Franzosen wollen dann halt trotzdem irgendwie, es gibt in Europa teilweise so ganz absurde Grenzsituationen. Wild. Von so kleinen Dörfern, die halt irgendwie, dieses Dorf ist irgendwie seit 400 Jahren irgendwie französisch, aber es ist heute auf dem spanischen Grund, aber es ist immer noch französisch offiziell. Genau. Und davon gibt's so ganz, es ist einem gar nicht so bewusst, dass es halt in Europa so ganz absurde Dinge gibt, wie das mit dem Mont Blanc, dass halt jedes Land irgendwie eine eigene Karte vom Mont Blanc hat und jeder hat eine andere Grenze da gezogen. Denn dann die Italiener haben doch diese super krasse Seilbahn gebaut und so. Ja. Stimmt, um irgendwie sich den Mont Blanc unter den Nagel zu reißen und so. Und die anderen so, scheiße, wir brauchen auch so eine Seilbahn und so, ist witzig. Ja, super also, witzig. Wie gesagt, habt ihr unsere Reiseroute jetzt eingecheckt, ihr fangt dann schön in der Provence an und fährt dann über den Mont Blanc, guckt euch das mal an, fahrt dann nach Südtirol rein, dann habt ihr auf jeden Fall eine schöne, habt ihr was Schönes. Siehste. Gott, ich wollte auch nochmal was erzählen, tatsächlich. Ja. Weil letzte Folge, das fand ich witzig, jetzt schlurren wir schon Richtung Stunde. Wir haben ja über diese Wahlkotze geredet, ne? Und es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und ich wollte das nochmal ganz kurz ausführen, weil wir haben ja gesagt, letzte Woche, das gab so irgendwelche Schotten und welche Leute, die dann irgendwie an der Küste langlaufen und auf einmal wurden die so Millionär, weil die so Wahlkotze. Und dann haben die Leute gesagt, was war das eigentlich mit dieser Wahlkotze? Ja. Also, um es nochmal jetzt wirklich hier durchzuziehen, das Zeug heißt Ambra. Hat man auch schon mal gehört. Ambra ist offiziell das Erbrochene von einem Pottwal. Das machen nur Pottwale. Und die Pottwale haben tatsächlich irgendwie so ein bestimmtes Enzym im Körper, weil die ja sehr viel Tintenfische essen und die manchmal so Abwehrreaktionen haben und so Tinte und Schaf und so, damit die diesen Tintenfisch da verdauen oder so, produzieren die dieses Ambra. Und das ist wie bei so Katzen. Ist ja auch zäh, irgendwann, so ein Tintenfisch. Ist super zäh. Und irgendwann spucken die halt mitten im Meer so ein Ding aus und das wiegt halt ein paar Kilo, geht natürlich erstmal, sickert irgendwie erstmal an Grund, bleibt da eine Weile. Durch das Salzwasser macht es da auch nochmal chemisch irgendwie was. Das ist dann wie so eine, ist gar nicht so räudig, das ist so eine relativ, sieht ein bisschen aus wie so Torf. Eine relativ so eine torfige Masse ist das. Okay. Und durch den Jetstream wird es auf der Welt verteilt und wird an alle Küsten der Welt irgendwie gespült. So. Ach, und das ist tatsächlich mega witzig und ich habe mal hier geguckt. Machen die damit? Pass auf. Genau, pass auf, ganz kurz nochmal vorweg. Es wird als schwimmendes Gold bezeichnet und die Parfümhersteller, daher kommt es eigentlich, Parfümhersteller benutzen dieses Ambranin oder so, so heißt es, benutzen das zur Aufrechterhaltung des Duftes. Also wenn du so einen Duft zusammensetzt, hast du ja immer so, ne, hast du ja so Basisnoten und sonst was Noten und Kopfnoten. Und das ist dieses Enzym, dass wenn du dir das draufsprühst, der Duft nicht sofort verfliegt, sondern das hat eine Eigenschaft, eine chemische Eigenschaft, dass der Duft auf deinem Körper bleibt und nicht so schnell verdampft. Deswegen ist es so gefragt in der ganzen Parfümindustrie. Und das kann man mittlerweile durch andere chemische Sachen ersetzen, also im Labor herstellt. Aber Ambra, habe ich nochmal reingelesen, kriegst du nicht eins zu eins kopiert. Deswegen ist es nach wie vor ein unfassbar wertvoller Stoff. Und so ein Kilo Ambra, da kannst du schon mal so 40.000, 50.000 Dollar kannst du da irgendwie schon mal für bekommen. Und das Ding ist, dass der Wert dann nicht immer nur so ein Kilo angespielt. Das sind richtige Brocken, so richtig dicke Dinger. Manchmal so 10 Kilo Teile. Die haben da so eine Nuggets. Die sehen irgendwie ganz witzig auch aus. Die sehen ein bisschen aus wie so ein riesen Bernstein-Geröll-Klumpen. So. Mhm. Und tatsächlich haben die es gibt so, ich bin hier gerade drauf, das ist so witzig, ihr müsst einfach nur mal Ambra-Fund, das ist witzig, da sind Leute, wirklich, so ein Fischer aus La Palma, der dann da so ein Ding in der Hand hat, sagt so, super, ich hab jetzt irgendwie Milliardär geworden, und müsste mal googeln, und vor allem, was ich noch witzig fand, es wird, weil du ja auch so ein bisschen, in der Hinsicht ein bisschen so ein Profi bist, glaube ich, Gotti. Also, welche Parfümhersteller das wirklich nach wie vor ausschließlich benutzen, ist zum Beispiel ich kenne die, also von Creed, man kennt ja Creed, ne? Klar. Green Irish Tweed Eau de Parfum von Creed benutzt es noch. Dann haben die Burberrys beliebtes Mr. Burberry Element Eau de Toilette
ist auch noch komplett in der Kopfnote aus Ambra. Und hier steht noch das unglaubliche Achor Eau de Parfum aus der Amouage Renaissance Collection. Oui, Baguette Fromage. Ja, das so, habe ich mich gerade also, gefragt, ob so diese Parfummarken jetzt nicht irgendwie Bruno Banani vom DM, aber diese so Maison Francis oder Tom Ford oder so, die teuren Parfums. Creed, genau, Creed. Es gibt so ein paar Dinger, die... auch relativ teuer im Vergleich zu jetzt irgendwie dem Chanel hier Bleu oder so. Gibt ja dann noch so immer diese andere Riege Parfums, die ein bisschen teurer sind. Aber da muss ich auch tatsächlich sagen, ich habe das bei mir auch, ich habe ja so einen Tom Ford Parfum. Und das hält echt ewig. Also wirklich ewig. Gefühlt. Also wenn du jetzt auf Kleidung hast, hast du das Tage an der Kleidung. Ist so, ne? Das ist schon krass. Ja, das ist schon verrückt. Ich habe tatsächlich... Wusste nicht, dass das dieser Stoff macht. Das ist ja krass. Ja, das ist witzig. Ja, ich weiß nicht, ob die da... Das ist, klar, kann man mittlerweile synthetisch irgendwas anderes auch machen. Aber gibt es schon auch Wege drumherum. Weil man muss ja sagen, so viel gibt's von dem Zeug ja nicht. Aber was man auch wissen muss, wenn man sagt, wenn du irgendwie wenn du so ein Kilo Ambra findest... Das ist ja nicht so, dass du dann aus dem Kilo so viel so Pullen machst. Das ist ja ein ganz, ganz kleines Enzym. Die können daraus tausende Pullen machen. Ja, deswegen ist es halt so, die extrahieren dann wirklich nur diese kleinen Enzyme und pumpen die da irgendwie rein und so. Krass. Also es ist schon irgendwie alles ein bisschen wild. Und und wenn ihr jetzt irgendwie auf Ambra-Jagd gehen wollt, das ist im Grunde genommen wirklich Lotterie, dieses Zeug zu finden. Wenn ihr mal an den Stränden dieser Welt rumrennt, dann könnt ihr euch mal wirklich, könnt ihr mal checken, also natürlich Atlantik, Jetstream und so, ne, da ist es ja, könnt ihr mal gucken, das ist wie so ein großer, komischer, bisschen zäherer, so ein grau, goldlicher, gelber Klumpen. Wenn ihr so ein Ding findet, dann könnt ihr auf jeden Fall eine Sektflasche aufmachen. Ich guck mal kurz, wie das aussieht. Oh. Ja. Naja, gut, das gibt, glaube ich, auch ein Reudig. Das sieht auch einfach aus wie ein... Ja, das musst du aber auch erkennen, ne? Das musst du erkennen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Stein halt. Sieht ein bisschen aus wie ein Stein. Manches glänzt halt. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo es herkommt. Aber man muss wirklich sagen, es stinkt auch nicht oder so, ne? Weil es halt so räudig klingt. Es ist halt ehrlicherweise ein ganz kultiges Ding, du. Ist ein kultiges... Ja, super. Ist ein kultiges Ding, du. Krass. Guckt euch mal an. Krass. Ey, ich find's ja immer interessant, wenn so... Wenn es so Stoffe auf der Welt gibt, die man halt synthetisch erstmal nicht wirklich nachbauen kann. Weißt du, was ich meine? Weil das so komplett, weil die verdauen Tintenfische und dann bögen die so ein Ding aus, dann passiert noch was im Salzwasser. Ja, ist Wahnsinn. Wenn du das wirklich nicht nachgestellt kriegst, synthetisch, das finde ich immer ganz, weißt du, das ist wie so einen krassen Mond fotografieren mit dem Handy. Ganz genau. Das ist auch nicht so. Nee. Aber Cotti ist witzig, weil ich habe tatsächlich eine King Kong-mäßige Überleitung. Ich will nämlich ehrlicherweise. Ja, ich habe nämlich habe ich mit Kotze auseinandergesetzt. Nee. Und das Ding ist, ich habe mir ist mein super Essen am Wochenende wieder hochgekommen. Nee. Ich habe tatsächlich, weil wir über Gerüchen geredet haben und Ambra, ich habe eine Negativität der Woche mitgebracht. Ich weiß, wir wollten diese Kategorie so ein bisschen an ACTA legen, aber ich muss eine Sache, du hast heute deinen Karneval gehabt. Gott, stinkt ja auch noch draußen. Weißt du was? Ich bin ja echt saugeruchsempfindlicher Typ, also sehr, sehr doll. Ich auch. Und ich muss sagen, was ich am allerschlimmsten finde, ist ja, wenn Leute sich geisteskrank mit irgendeiner Scheiße eindieseln, ja. Und ich finde nicht nur so eine komischen, keine Ahnung, wie du gerade gesagt hast, hier Bruno Banani, Adidas, irgendwas, Parfummüll da. Also ich benutze ja gar keins, ich bin ja mal ein Fan von irgendwie. Axdeus. Ey, genau, Cotti und so ein Old Spice oder Axe Chocolate Blueberry Thunfisch Nussgeschmack und dann jagen die sich das da so auf die Klamotten überall unter die Achseln, die brennen schon ab, Alter. Und weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du nach so einem Penner wirklich dann durch so ein Treppenhaus musst oder danach in so einen Fahrstuhl gehst, wo gerade so ein Wichser rauskommt. Sorry, Alter. Da kriege ich, Cotti, da platzt mir der Lack ab, Alter. Wirklich, weil ich hab, ey Cotti, wirklich, ich kann es nicht verstehen, wie Leute sich so geisteskrank eindieseln können. Und vor allem, die denken ja, die riechen dann gut. Leute, ein Parfum ist dafür da, dass du einmal dich kurz eindieseln, das muss irgendwie eine dezente Note sein. Und die Leute, die duschen sich mit dem Zeug, Alter, ist Wahnsinn. Riesenhals. Ja. Vielleicht sollten wir Jeremy Fragrance mal als Podcast. Ja, das ist halt so diese Axe Body Sprays und so. Das Mann, ist echt Alter. Das ist Hilfe, Alter. Damit irgendwie so immer so Chocolate, Blueberry und dann noch Vanilla, irgendwas. Willst du mich eigentlich verarschen? Du riechst, Alter, wie aus der Cornflakes-Packung. Das ist also wirklich, willst du mich verarschen? Das ist ja Wahnsinn. Was ich ja ganz geil finde tatsächlich, das ist eigentlich, das wollte ich mir jetzt noch kaufen. Es gibt so ein Parfum, so ein Tobacco Vanille. Das ist geil. Das ist so Vanille mit so einem leichten Tabak.
Das ist geil. Gott, das ist alles so eine. Ja, ja, okay, dann machst du dir einmal kurz von hier aus. Ja, dann ist so, aber die Boys, die machen nur, voila, Bruder, jetzt mach heute richtig was klar, Digga, los, sprühe ich mal ein. Komm, mach mal noch mehr, Alter. Ich hol mal das in Eimer. Mit mir, komm, Ambra mich mal. Verstehst du? Ambra mich mal. Das wird jetzt sehr. Ambra mich mal. Die Ambra Bucket Challenge. Das ist so ein Titel für die Folge. Ambra mich mal. Ambra mich mal, Alter. Du kannst dich mal am Ambra lutschen. Ja. Naja, super. auf jeden Fall war das jetzt hier noch meine und, muss ich aber noch mal eine Sache sagen, Conny, ich habe auch eine positive Tät der Woche, die ich noch mal kennenlernen zum Finale hinten rauswerden will. Und zwar, weißt du, weil du, also ich habe dich gefühlt am Anfang der Folge, wo du gesagt hast, ey, jetzt wird alles irgendwie so ein bisschen kälter und irgendwie jetzt ist offiziell so der Winter da oder was auch immer. Ist auch ein bisschen unangenehm draußen. Aber weißt du, was ich super finde? Ich liebe Sitzheizung. Oh, du, Alter, mich schön, weißt du, wenn du dir so kalt ist und keine Ahnung, dann hast du morgens nochmal Kacki gemacht und so, dann ist so der Popo sowieso noch so ein bisschen entspannt und so, dann gehst du irgendwie, setzt du dich ins Auto, machst dann Vollgas auf hier, die auf einmal auf Jupiter stellst du diese Sitzheizung und dann setzt du dich dahin und dann wird es so schön, der Bob ist warm und du freust dich einfach nur, oh, ich liebe so Sitzheizung, finde ich super. Musst du aufpassen, weil wenn es irgendwann so ein bisschen, du darfst nicht zu sehr kokeln, dann ansonsten sind die Kronjuwelen auch mal ich ganz schnell. Die Eier. Genau, aber so Sitzheizung, also Sitzheizung liebe ich über alles. Ganz dicht gefolgt von Lenkradheizung. Das ist natürlich Next Level. Richtig dekadent. Noch so eine besser ist halt das Gute, wenn man nur in der Küche sitzt und an seinem Handy seine Sitzheizung und seine Lenkradheizung schon mal anmachen kann, bevor man sie ins Auto legt. Ja, natürlich. Hashtag Tesla. Und sich dann halt wirklich dann da hinsetzen und einfach schön in so eine schöne vorgeheizte Sitzheizung ist doch irgendwie was Tolles. Wenn man sich mal ganz kurz so irgendwie aufwärmen kann. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, da muss man sich, das ist halt der Elektroauto-Vorteil. Du kannst so ein Auto mal eben enteisen und heiß machen in 3 Minuten gefüllt, weil kein Verbrenner, der aufheizen muss. Im Winter? So, ne? Ja, super. Game Changer. Coutinho, was mich trotzdem auch nochmal interessiert hat, was ist denn eigentlich dein Gericht der Woche? Ich weiß, du hast wieder richtig die Mühe gegeben oder dein Rezept der Woche oder Gericht der Woche oder was denn dein Essen ist. Ich habe mir Kürbis-Gnocchi gemacht, aber in dem Fall nicht die Gnocchis aus Kürbis, sondern mit einer Kürbis. Wie soll man es nennen? Oh ja, das war so mega. Ich weiß, es ist schwer zu sagen. Ich habe einen Butternut-Kürbis quasi einfach nur in Würfel geschnitten und quasi erstmal nur in die Pfanne gehauen, damit der halt weich wird. Mhm. Ich habe in einer anderen Pfanne braune Butter gemacht. Mhm. Oder Nussbutter, besser gesagt. Aber zusammen mit Salbei und Pinienkernen. Ich habe die Pinienkerne mit drin gehabt, weil ich dachte so, warum nochmal einzeln machen? Außerdem werden die dann goldbraun rundherum und nicht nur an einer Seite, weil man die Pfanne zu lange auf dem Herd stehen lässt. dann hatte ich so eine Salbei-Pinienkern-Nussbutter. Und dann habe ich quasi zu dem Kürbis kam noch natürlich so Zwiebeln, Knoblauch und noch mehr Salbei am Ende des Tages. Und dann habe ich halt die Gnocchi da reingerührt in den Kürbis mit ein bisschen Creme Fraiche und Parmesan. Und dann hatte ich eine vorzügliche Kürbissoße an meinen Gnocchi und dazu gab es halt diese Nussbutter oben drüber und es war ein... Das sah so mega aus. Nussbutter, auch so ein Ding, ne? Übrigens, ja. Shoutouts nochmal auch an den Brot mit Ei Boy. Ich war gestern in so einem Brot mit Ei Rabbit Hole tatsächlich, ich habe mir ganz viel angeguckt. Und von dem Dude, ne? Ja. Der hat cool, ja auch ne? recht, du kannst halt Nussbutter, wenn du sie einfach machst und dann durch einen Kaffeefilter ziehst, damit die ganzen Partikel raus sind, kannst du die einfach in ein Glas füllen oder in diese kleinen Spritzflaschen. Und dann kannst du das ja einfach, das ist ja so der wirklich der Hack der Sterneküche, ist ja überall Nussbutter drauf gefühlt. Ja, ne? Aber weißt du, wenn du so geil, egal was du machst, so ein bisschen Nussbutter drüber. Für alle, die es nicht wissen, auf Instagram brot.mit.ei. Ich weiß nicht, wie man der. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich finde es ja bei Instagram nicht so geil wie bei YouTube, ehrlich gesagt. YouTube ist besser, ne? Ich habe mir das bei Instagram. Ja, der macht es halt irgendwie 26-minütige Folgen. Super. Ja, nochmal alle Oni-Öfen getestet und so. Finde ich schlau. Ich finde es einfach schlau. Ja, das ist gut. Ja, das ist guckt euch mal, heißt überall gleich, ne? Brot mit Ei. Guckt's mal an. Das ist ein Erlebnis. Gott, ich hatte tatsächlich, was wirklich Wahnsinn, ich hatte ja irgendwie in den letzten Wochen, habt ihr vielleicht auch an meinem Rezept der Woche gemerkt, ich hatte so eine richtige Geschmacksdepression. Du wirst immer rustikaler auch, ne? Ja, aber weißt du, ich hatte eine Geschmacksdepression. Das ist so Wahnsinn. Kennt ihr das, wenn man irgendwie mal sagt, oh, jetzt hat man irgendwie richtig Bock auf einen Burger und dann gehst du irgendwo hin und dann wird irgendwie so ein Burger gehypt und dann bist du danach richtig depressiv. Du hast ihn gegessen und denkst dir so, oh Mann, der war gar nicht so geil. Danach musst du nochmal einen Döner essen oder irgendwas anderes, weil du merkst, warst du nicht schon wieder bei Five Guys? Na sicher. Ja, du, genau. Und dann habe ich ja bei Five Guys da gesessen und das ist ja manchmal dann immer so dieses räudige, oh geil, was reinspielen. Und es hat mich nicht glücklich gemacht. Und ich hatte wirklich eine Geschmacksdepression. Die letzten Wochen habe ich dann auch diesen Eintopf, den ich da letzte Woche erzählt habe und so, da gab es immer so Sachen gehört, das Essen hat mich sowas von nicht glücklich gemacht. Hat mal halben
eine halbe Schale Mandel-Tonka-Creme von Rapunzel leer gemacht. Hat mich alles nicht wirklich gemacht. Ich war richtig in einer Geschmacksdepression. Das war wirklich Wahnsinn. Ich hatte wirklich, ich wurde wieder rausgeholt. Womit? Es gibt eine Sache, die mich aus der Geschmacksdepression, und das ist quasi Crack. Nicht mein Rezept der Woche. Das ist quasi auch Crack. Das ist eine Crackstange. Und zwar, Corti, das hat mich rausgeholt. Das ist kein Rezept der Woche. Das ist quasi eigentlich eher irgendwie ein Gericht der Woche, ein Essens, sonst was der Woche. Und zwar, Corti, ich habe mir seit langer Zeit mal wieder bei Bio Company Knusperillos geholt. Was kennst du Knusperillos? Kennst du nicht Knusperillos? Nee, wir haben hier halt kein Bio Company. Corti, muss, ja, das gibt's auch manchmal so bei Dance oder einer Tura, glaube ich auch. Die nennen, da heißen die anders. Knusperillos. Mädels, liebe Nation da draußen, versucht euch mal irgendwo diese Knusperillos. Googelt das mal. Ihr werdet, wenn ihr das seht, genau wissen. Was ist das? Corti, das ist so eine Stange. Das ist irgendwie super lecker. Das so ist eine Blätterteigstange? Lecker. Ja, nee. Das oder ist diese gefüllten Dinger hier. Ja, das ist so ein gefülltes Ding, das ist so eine Rolle, die kriegst du mit so Linsenfüllung oder kriegst du mit Spinatfüllung. Das ist wie so ein deutscher Mini-Börek, da sind so leckere Sachen drin, das hast du mit Käse, mit Linsen, mit irgendwie, keine Ahnung, was gibt's, verschiedenste Geschmacksrichtungen, mit irgendwie so, weiß ich, ein bisschen indischen, sonst was und so. Und dann gehe ich einmal zur Theke, hol mir alles und weißt du, was so geil ist an diesen Knusperillos? Meine Hilfe. Diese Knusperillos, das ist in der Mitte, das ist eine leckere Füllung. Gott, und das ist dann so eine Knusperillos, die dann wie auf so einem Simula Mais, weißt du, so die haben auch so diese kleinen Maisdinger oben drauf, weil die da drin so geschwenkt sind. Und die Enden sind endzeitknusprig. In der Mitte ist es so schön flanschig und wirklich, wenn du da reinmachst, macht es richtig so. Und es ist so lecker. Und ich habe in dieser Depression wirklich, du musst dir vorstellen, meine ganze Welt war grau. Ich beiß in dieses Ende. Und auf einmal geht die Regenbogen aus mir ins Licht an. Ich hatte wieder Engel auf einmal Lust und Engel singen. Und mir ist wieder diese Geschmacksknospen wieder. Wie das kleine Baby haben sie entgegengenommen. Wirklich wie vom Himmel geküsst. Wurde ich wieder geholt. Der Defibrillator wurde angesetzt. Knusperillos. Leute, ihr müsst Knusperillos. Kann man, glaube ich, auch irgendwie nachkochen. Wirklich, oder geht mal hin, guckt mal, irgendwie geht mal zu einem lokalen Bäcker oder was ich was zum ihr müsst Knusperillos essen. Wahnsinn. Die heißen bei Bio-Company Knusperillos. Du hast gerade was gesagt. So ein richtig gutes Börek. Ja, natürlich. Jetzt nicht so ein Rewe Bäckerei-Abteilung, sondern wir haben ja unsere aller Kölner Lieblingsdönerbude Orutsch. Ist die vom Holdi? Also ist eine gute Idee, ich finde die Soßen halt nicht geil, deswegen kannst du nicht, finde die Soßen nicht geil. Ja. Und Orutsch ist halt so, einfach so, das sagt ja auch jeder, der hier wohnt. Müssen wir mal hingehen, wenn du mal hier bist. Aber die machen das ja alles selber. Wenn du da einen Lachmatschu bestellst, dann kommt da so ein netterer, älterer Herr hinten raus und rollt dir das Ding aus, die machen die halt nicht vorher und dann Ist das fertig. Und so sind die Böreks auch bei denen, das ist echt ganz geil. Ja, wir haben ja als wir so Spinatbörek, Alter. Mach das. Corti, als wir bei dir waren, haben wir uns ja da so eine geisteskranken, so ein Pide reingezogen, Alter. Das war ja auch eine Tasche. Da haben die so ein halbes Schwein oder was war das, ein halbes Lamm? Haben wir nicht so ein Pide gegessen mit Tommy, Alter? So, das war so eine Tasche. An so ein Pide, so ein griechisches Ding haben wir da gegessen. So eine Gyros-Tasche. Wie heißt denn das bei euch? Ja, das war nachts. Ja, meine ich ja. Gyros Pita, Alter. Ja, wie heißt das bei uns, Alter? Gyros Pita ist auf der ganzen Welt Gyros Pita. Das heißt auch in Griechenland Gyros Pita, du. So ein Django, Alter. Das war ein Haufen. Vielleicht habe ich da. Ja, das war aber nicht geil. Hab ich auch nicht geschafft. Hilfe. Ich habe am nächsten Morgen den ganzen Wasserhahn ausgetrunken. Warte, die Stunde ist voll. 10 große Schlücke vorm Schlafengehen. Ganz genau. Der Alki-Hack. Jetzt haben wir gar nicht mehr über den Film geredet. Wir haben keine. Ja, aber lass, wir haben uns egal. So verloren. Ist okay. Ich habe noch meinen Lieblings-James Bond geguckt gestern, aber ist okay. Ich habe keinen Film der Woche dabei, Corti, deswegen das haben wir jetzt durch Reisen entsetzt. Das schlecht vorbereitet. Nee, ne? Doch, okay. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe Amra. Ich weiß, was Amra ist. Okay, ich weiß, was Amra ist. Ja, einen Film der Woche habe ich nicht mitgebracht, Corti. Du kannst gerne jetzt hier nochmal zum Rausschmeißer deinen Film der Woche. Ich habe nichts. Gut. Nee, ich habe halt gestern meinen Lieblings-James Bond nochmal gesehen, Skyfall. Man kann ja, ich glaube, natürlich hat jeder Goldfinger-James Bond von damals mehr Charme, auf jeden Fall, aber ich finde, der Skyfall ist immer noch für mich der beste James-Bond-Film, weil er das erste Mal so ein bisschen Einblick gibt in den James Bond selber, in den Charakter dahinter, hinter dem Agenten quasi. Weißt du, dieses so, wie ist der denn aufgewachsen, was ist so, was macht den aus, der Zweifel und so. Das ist ein bisschen. Wieso holst du alle 4 Minuten irgendeine Maus weg? Der hat nämlich ein bisschen mehr Tiefgang an der Person James Bond als bei den anderen Filmen und deswegen mag ich ihn so sehr. Und ich glaube, da gibt's auch Skyfall von Adele ist wahrscheinlich einer der besten James Bond-Intros. Das stimmt. Toller Film. Sieht gut aus. Javier Bardem als Bösewicht auch nicht unterschätzen. Stimmt. Besser als Christoph Waltz als Bösewicht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja, finde ich auch. Und tolle Story.
Toll. Aber Conny, dann, aber dann ganz kurz, haben wir schon mal in einer Folge gesagt, dann hole ich mir ganz kurz einen Film der Woche rein, und zwar, weil du Javier Bardem gesagt hast, No Country for Old Men. Ja, für mich immer noch der beste Coen-Film, den jemals gedreht wurde. Guckt euch No Country for Old Men an. Leute, es ist, der Film kommt komplett ohne Musik aus, und es ist eine, vor allem das Ende, dieses Highlight, das ist so, und vor allem das Geile ist, du denkst dir am Ende, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, weil ich glaube, es haben noch nicht so viele Leute gesehen, du denkst dir bei dem Hauptcharakter, fuck, ich glaube, ich hätte es nicht anders machen können. Und er hat nur in den ersten 5 Minuten hätte er eine andere Entscheidung treffen sollen. Er hätte diesen Koffer nicht nehmen sollen. Aber er war halt so, er hatte Bock. Das wäre der einzige Ausweg aus der ganzen Nummer gewesen. Schöner Film. Den habe ich auch ewig nicht gesehen. Gucke ich mir jetzt an. Es wird super. Oh. Jetzt direkt. Wir machen jetzt hier Feierabend. Ich gucke mir jetzt No Country for Old Men an. Geil. Ja, okay. Jetzt sofort. So im Büro. Jetzt sofort. Okay. Obwohl eigentlich, oh Gott, eigentlich hätten wir mal bei Folge 21, kennst du diesen Film 21 mit diesen Kartenzählern? Wo die so Blackjack spielen. Auch ein wahnsinnig geiler Film. Egal. Machen wir. Wir haben jetzt hier mehrere Filme rausgedreht. Gott, wir machen jetzt mal hier einen Stempel drauf. Wir wollen die Leute nicht zu sehr dehnen wie ein Kaugummi. Schmeckt dann irgendwann nicht mehr. Nee, ne? Das wäre übrigens, aber das wäre nochmal eine Erfindung. Kaugummi, der den Geschmack nicht verliert. Ich weiß, die geht nicht. Enzyme und so ein Kram. Aber Musst du vielleicht einmal in Ambra wälzen, Gotti. Wenn du das Problem lösen würdest, ne? Ja, Wahnsinn. Dann kaufst du Putin sein Haus ab. Ja, super Deal. In diesem Sinn, das war ein schönes Schlusswort. Liebe Leute, wir freuen uns auf Folge 22, Doppel-Elf, 11 gegen 11. Super, Corti, dann bringt 11 Leute mit, ich auch 11. Wir beim Karneval, super. Super, wir lieben 11. Fuck. Und das war's. Corti und Wolf, Volksgabe 21. Ja, heute mal in irgendwie einer anderen Version. Schleiermäßig gestartet. Anders. Schön, aber hat Spaß gemacht. Ich hätte mir, gut wie immer. Hatte ein bisschen so Kaminstimmung mit so einem Kakao, super, mit Sahne oben drauf. Vielleicht empfehlen wir das zur Folge, vielleicht machen wir das auch so. Macht euch einen Kakao warm oder so. Vielleicht ist das oder einfach die Folge ist einfach nur das gemütliche Kaminzimmer. Ein bisschen lang, aber okay. Das Kaminzimmer. Kaminzimmer. So. Wir machen uns nochmal Gedanken. Na sicher. Habt eine schöne Restwoche, egal wo es euch hintreibt, wo ihr gerade hinfahrt, was ihr macht. Ich finde es immer witzig, was die Leute alles immer machen, wenn sie einen Podcast hören. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Kinder wickeln oder ich weiß es nicht, was da alles gibt. Wirklich super. Freue ich mich und ja Gott, ich wünsche dir auch eine schöne Restwoche. Ja, ich dir auch. Ne? Mach's gut, bis nächste Woche. Müssen wir jetzt nicht mehr sprechen bis dahin, ne? Gut. Nein, Spaß. Wir reden nicht mehr. Wir machen jetzt durch. So kein, stell dir mal vor, es wäre wirklich so, wir würden uns einfach jetzt nur hier so unterhalten, dann die ganze Woche nicht mehr. Ja, und dann ist es so nächste Woche wie beim ersten Date so, hey, oh toll, du hast hast dich rasiert? Hast du irgendwas anders gemacht? Genau. Nein, wir reden täglich. Beruhigt euch, Leute, wir bleiben euch gewogen. Cortin Wolf, Ausgabe 21. Wir freuen uns, das Kaminzimmer ist nicht abgefackelt. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.